And gentlemen. Life on tape. From Germany. the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 211. Ausgabe des Box Podcasts. Heute mit dabei die Samira. Hallo. Und der Robert. Huhu. Ja, erstmal was in äh, quasi eigener Sache. Im Moment funktioniert unsere Homepage nicht. Wir werden die Folge auf YouTube auf jeden Fall hochladen und dann auch, auch teilen auf Facebook. Aber wir arbeiten an der Homepage. Also da wird sich irgendwann in der nächsten Zeit was tun, nur es kann ein wenig dauern. Ja, wir sind da auf jeden Fall dran und ja, wenn es da was Neues gibt. Werden wir euch informieren oder wir jetzt dann sehen. Ja, wie immer fangen wir mit dem Rückblick an. Und da gab es eine schöne Veranstaltung am 11. Mai. Robin Krasnicki gegen Stefan Hertel. Eine andere Veranstaltung von SCS. Und ja, wir hatten ja im letzten Podcast den guten Robin Krasnicki oder Haxi Krasnicki. Doch als den Favoriten ausgemacht. Aber Samira, wie kam es denn dann? Ja, Hertel hat uns doch, äh, also mich, kann ich sagen, hat er positiv überrascht. Ich war jetzt nicht traurig, dass ich falsch getippt habe. Ich habe auch auf Robin Krasnicki getippt. Um, ich habe auch auf Robin Krasnicki aber aus den falschen Gründen getippt. Ich hatte <laughs> ja damals gesagt, äh, Hertel <laughs> ist der bessere Mann, aber ich glaube ich glaube einfach nicht, dass er letztlich mehr Geld verdienen. Wir haben dich wahrscheinlich zu sehr überredet, <laughs> irgendwie dir reingeredet. Nee! Nicht. Das, das, das überhaupt nicht. Ich habe ja auch von vornherein getippt. Ich habe auch gesagt, aber aus den und den Gründen wird das sein. Ich hab eigentlich, sportlich habe ich ihn eigentlich darüber gerankt. Ja, sportlich aber hätten wir ihn alle, glaube ich, drüber gerankt, aber trotzdem dachte man nicht, dass er sich so krass durchsetzen würde, auch wenn ein Punktrichter das irgendwie nicht so deutlich gesehen hat mit 113, 115, was ich sehr verwunderlich finde. Also ich habe den Kampf sehr klar. Für Stefan Hertel gepunktet und ich war auch sehr begeistert von Stefan Hertel. Das ist, glaube ich, der beste Kampf von Hertel, den ich jemals gesehen habe. Und äh, echt Props an Hertel so. Ich habe ja gleich auf Facebook gepostet, hart härter Hertel, weil er mir so gut gefallen hat. Und ich ihn halt so. Also ich habe mich halt gefreut, dass er mich überrascht Die hat. Die Aussage und ist gar nicht mal so falsch gewesen. Denn ja. teilweise hat er den ja noch sogar angebimmelt. Ja, natürlich. Ste auch gerade am Satz Ende. muss man ne? sich jetzt auch auf der Zunge zergehen lassen. <laughs> Stefan Hertel hat jemanden angebimmelt. Also hat hatte echte ist ja echt Probleme. Gesehen, die, die Knie runtergegangen. Ja, er hat richtig er ist richtig in halt. sich reingesunken immer so ein bisschen, wenn er halt einen harten Schlag abgekriegt hat, aber Hertel ein hat harten ja auch einen Schlag von er immer noch, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. <laughs> ja, das, aber das ist, war echt, also ich war richtig begeistert so von dem Bein. so es war einfach, weil man halt Hertel immer als als sehr klugen, technischen Boxer kannte der natürlich aber so geboxt hat, dass er halt sich nicht aufreibt ne? und dass er halt vielleicht auch nicht unbedingt viel abkriegt und in, in, den, in die Schlacht zieht, sondern halt eher ein bisschen distanzierter geboxt hat. Aber er hat halt gezeigt, dass er auch anders boxen kann und es nur was, nicht macht, was, wenn er nicht was muss. Was mir unheimlich äh, imponiert hat, oder was ich quasi imponiert, ist jetzt übertrieben. ist jetzt nicht der Erste, der das macht, aber was ich von ihm halt ziemlich gut fand, seine Deckung, die war sehr stabil. Er hat immer. Krasniki so ein bisschen kommen lassen, sich an der Deckung abarbeiten lassen und dann so zwei, drei schöne Konter reingehauen. Das hat der ganz oft in dem Kampf gemacht. Und, da, ja. und damit hat er, hat er den Mürbe gemacht. Und der war auch viel schneller auf den Beinen, ne? Also viel schneller immer raus aus der Aktion. Das wusste man ja, dass er eh schnell auf den Füßen ist, so, aber man wusste halt nicht, dass er echt nach vorne gehen kann, so, so krass. Und wirklich auch schlagen kann, auch hart schlagen kann. Die Gegner beeindrucken gerade. Krasnicki, ja, der physisch... Aber andererseits, andererseits jetzt, das, ich meine, wir reden jetzt egal. Keine Frage, Superkampf war unterhaltsam. Also, aber du darfst, ich glaube, wir dürfen den Kampf jetzt auch nicht überbewerten. Du darfst jetzt auch nicht vergessen, in Krasnicki haben, ja haben wir ja eigentlich gesagt, ist sportlich eigentlich ihm unterlegen. Äh, wir haben nur gedacht, mit dem kannst du halt mehr. Ich habe das jedenfalls gesagt, mit dem kannst du mehr Geld verdienen. Jetzt darfst du auch nicht vergessen, der hat schon über 50 Kämpfe auf dem äh, äh, Tacho. Und hat auch schon in den größeren Kämpfen ordentlich mal was kassiert. Das ist auch schon einfach größere Abnutzungserscheinungen. Ja, und, natürlich. Und das konnte. Und konnte sein. dadurch halt dann jetzt gegen Härtel auch nicht glänzen. Ich glaube, es kann auch am Gewicht gelegen haben, dass er halt recht viel Gewicht machen musste, so was ich schon mal so mitgekriegt habe. Und dass er einfach keinen Gameplan hatte, weil keiner wusste, wie Hertel boxt und keiner hätte gedacht, dass Hertel so in diesen Kampf geht. Wenn du dich auf so einen anderen Hertel vorbereitest von den letzten Kämpfen, dann boxt du ja auch ganz anders, als wenn da so ein Hertel kommt wie jetzt im letzten Kampf, der auf dich zumarschiert, hier Mexican-Style fast, <laughs> fast okay, übertrieben, aber ich meine trotzdem schon eher die Art so, das ist halt, der stößt dich vor den Kopf, so, also. Das ist ja so, uh, Styles make ja. Fights und wenn du das nicht erwartest, weißt du weißt einfach nicht, gar nicht, was du machen sollst, du kommst damit aber gar gut nicht klar. Aber aber auch, wie du schon sagst, nicht drauf vorbereitet, etc. Das hat man in der Ecke auch von äh, Krasniki gut gemerkt, wie auch Marco Menschaburo schon in der siebten Runde sagt, der Kampf ist verloren, die führen. Ja, hat er richtig eingeschätzt. So. Ich hat ich glaub, er ab, wenigstens glaub, ab die, die Wahrheit gesagt. In hat er gesagt, wir brauchen den K.O. Da saß ich wirklich auf der Couch und musste etwas lachen. <laughs> Aber wenigstens ist es ein Trainer, der einem nicht irgendwie da anlügt, ne? Also der auch wirklich dann sagt, wie es wirklich steht und mhm, versucht aber dadurch. Aber lustig ist, das Team Krasniki hat ja nach dem Kampf irgendwie ein, zwei <laughs> Tage später noch veröffentlicht, dass das äh, kein gerechtfertigter Sieg war, obwohl Krasniki dasselbe nach dem Kampf noch gesagt hatte. Ja. Das finde ich irgendwie fragwürdig, also da weiß ich auch nicht, was er gesehen hat, aber ich habe den wirklich sehr deutlich, bei mir, also vielleicht ist es auch übertrieben deutlich so, weil ich so begeistert von Hertel war, aber ich habe wirklich nur zwei Runden an Krasnicki gegeben, also für mich war das kein enger Kampf, für mich hat Hertel den Kampf gemacht, sozial, er hatte die zwei, klareren drei, Treffer, aus, er ist nach vorne geben. gegangen, er hat einfach alles gemacht, um die Runden zu gewinnen, die meisten und ich, also dass ich das so eng sehe, hier 100, 1315? Also will er mich verarschen hier, der Guggenheim? Da frage ich mich aus, so, was hat denn der gesehen? Also, das war doch nicht der Kampf. So, keine Ahnung, das ist viel zu knapp mit zwei, also das geht gar nicht. So, weiß nicht, was, was, was mit dem los ist, aber also ein bisschen enger kann man es schon punkten als ich, würde ich auch sagen. Also. Ich stehe nicht auf meine Punktwertung so, aber es ist eh Geschmackssache, aber dass es irgendwie so ganz knapp war, auf keinen Fall. Jeder hat, jeder, den ich gesprochen habe, hat Krasniki eindeutig als Sieger gesehen und da gab es keinen, äh, hat Hertel als Sieger gesehen. Da gab es keinen, der irgendwas anderes gesagt hat. Oder habt ihr irgendjemanden gesprochen, der irgendwie gesagt hat, Krasniki hat den Kampf gewonnen? Äh, ja, Stevie Wonder. <laughs> Also ich, hast du mitgepunktet? Hat irgendjemand von euch mitgepunktet oder war es nach Gefühl? Oh, also ich habe jetzt nicht mitgepunktet, aber ich gehe prinzipiell mit dir auch da kurz so zwei, maximal Vielleicht drei. Und wahrscheinlich. Kannst ja, du drei kann es sieben geben, kannst aber, war geben Dominant, aber. war das eine dominante Nummer von äh, Hertel, keine Frage. Ja, auf jeden Fall. Richtig, richtig geiler Kampf. Also, also für deutsche Verhältnisse war das schon wirklich. Ich dachte zuerst, so, ja, okay, aber dann ist einer der besten Kämpfe, so die man zuletzt so gesehen hat, so deutsch-deutsche Duelle. Also wo es halt so überraschend war und weiß ich nicht, wo man halt echt erfreut war, was man da vielleicht so sieht, mal was Neues. Mhm. Das war geil, also fand ich cool. Ja, das stimmt, definitiv. Unterhaltsam auf jeden Fall. Ja, aber, aber doch schon überraschend, ne? wie, wie klar er es dann doch, doch gestalten konnte. Ne? Das, 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 das weiß ich nicht. Oder, oder, es, oder vielleicht ist ja Härte der neue Fury und ohne <laughs> gute Leistung, wenn er sie auch zeigen muss, kann ja aus. Ja, ich glaube, ich, er ist ja technisch eh wirklich sehr gut. Und ich glaube, er ist, er ist ja auch ein intelligenter Boxer so. Und Leute, die meistens intelligent sind, die wollen nicht unbedingt unnötige Schlachten führen. Das ist meistens so, auch wenn sie es können. Aber sie denken sich, wozu soll ich das machen? Wenn ich dafür erstens, irgendwann es keine WM ist und ich muss mir meinen Kopf irgendwie nicht, ich muss meinen Kopf schützen, so ich brauche den noch für andere Sachen. Die, die machen, die boxen meistens halt den Style, der am ungefährlichsten ist. Das heißt nicht, dass sie nichts anderes können. Sie ja, wollen vielleicht, halt. Vielleicht, es kam ihnen vielleicht auch ein bisschen gelegen. Dass das Krasnicki ihn nicht, nicht wirklich verwunden konnte, ne? Ja, Weil, das ist auch der krass. Der auch ja. absolut, ja, sagen wir mal, kein, keine Punching-Power hat und Krasnicki besiegt ja auch keinen ernstzunehmenden Gegner vorzeitig. Und weiß ich nicht, vielleicht fühlte ja, sich Hertel da ein bisschen. Keinen bisschen... ernstzunehmenden Gegner besiegt der nicht vorzeitig. Also er <laughs> ist ja, der hat ja auch eine wirklich magere K.O.-Quote. Ja, ja, schon. Also das letzte Mal hat er jemanden vor, glaube ich, vier Jahren. K.O. gehauen und das war halt auch ein Handverlesen angefangen. Pollack Polak hat der K.O. Äh, der hat aufgegeben. Aber der letzte wirkliche K.O. war gegen Serda Sahin, den Boxstar, damals umgeschlagen. Wer kennt ihn nicht aus der Castingshow vom DSF damals noch? Der war der Boxstar. Aber gut, ja. Ja, aber man hätte nicht gedacht, dass. Also habt ihr irgendeinen Wirkungstreffer von Krasniki gesehen an Hertel? Also ich nicht, äh. ich glaube nicht. Eher andersrum, ne? Also. Sagen wir mal so ein bisschen. So ein bisschen mal, so ja, aber. nicht bisschen aber. Richtig gefährlich. Nichts Besonderes. Nicht, ja. Sehr überraschend. Da hätte ich ihm mehr zugetraut, ehrlich gesagt. Aber. Ja. Deswegen, ich glaube, den Kampf darf man jetzt auch wirklich nicht zu hoch bewerten. Nein. Machen wir nicht, aber es war trotzdem. Aber immer unterhaltsam. Es war unterhaltsam, das ist, das freut mich halt schon, wenn ich mal sowas im Boxen, im Fernsehen sehe, so, weil das gibt es nicht so oft. Also es ist echt so. Oder das ist halt, dass man halt wirklich überrascht wird. Mich begeistert, mich begeistern Überraschungen, so ey, gerechte ja, ja. Urteile und nicht Fehlurteile und irgendwas, wo ich eh weiß, wer gewinnt, so, sondern dass ich auch mal falsch liege und das Boxen. Nicht so ist, wie jeder sagt und das nicht alles vorhersehbar ist. Das ja, ist ja also, da, es gibt selten Dinge, wo ich auch gerne falsch liege. Genau, da lag ich Box. auch gerne falsch, wirklich. Also, muss ich sagen. Von daher. Klarer Respekt. Kampf, aber ein Re Rematch brauchen wir nicht, denke ich. <laughs> ich glaube, das wollte Hertel auch nicht. <laughs> nicht unbedingt. Aber ich so. kann mir vorstellen, dass es vielleicht eher darauf hinausläuft, einfach weil man damit vielleicht nochmal äh, Kohle oder Quote machen kann. Ja. Aber bei so einem kleinen Kampf eigentlich braucht man das echt nicht. Also ich brauche es nicht, aber weiß nicht, ob jemand anderes es braucht. Von unseren Hörern können sie uns gern schreiben, aber ich brauche es nicht. <laughs> Nein. Ist nicht wirklich notwendig. Gut, da wird man sehen, wie es jetzt für Hertel weitergeht und ja, Krasniki wird es natürlich jetzt ein bisschen enger werden ne, für den guten. Schauen wir mal. Aber ist sicherlich immer noch einiges äh, möglich für beide. Dann waren noch einiges mehr auf der Karte. Die Jürgen Uledai kämpfen, Christoph Twardowski und gewannen nach Punkten. Ja, ansonsten, ja, im Grunde die ganze Anerkarte. Äh, die I Boxer gewannen alle. Wie das halt im Regelfall so ist. Wenswert vielleicht noch. Peter Kadiru gewann gegen Paolo Iannucci. Nach Punkten. Ja. Bin ich mal gespannt, wie der sich noch entwickelt. Ja. Also ein K.O.-Bonster ist er schon mal nicht. Nee, also ich verstehe. Also seid ihr extrem begeistert? Also der ist schon ein guter Boxer, aber ich finde, bei ihm fehlt so. Dieses überraschende Moment, also irgendwie finde ich, macht er immer das Gleiche und ist so vorhersehbar so ein bisschen. Also ich finde bei dem Fehlen so, da fehlt halt noch was, man sieht es so, aber er kann sich natürlich entwickeln. Und ja, ich man meine, weiß, er ist 21 erst, ne? Ja, natürlich, ja, er ist sehr jung, aber. Aber diese, er ist schon athletisch, aber jetzt, aber ein Überathlet ist er nicht. Also wie, wie jetzt, was ist das, Joshua oder Walder oder so, so richtig oder ein ja, er ist schon, also, ist schon ordentlich. Also aber ist schon, wenn du ihn jetzt so siehst, denkst, oh, aber denkst aber auch, na, so ein bisschen Feinschliff wäre da schon noch drin. Ja, die Anlagen hat er auf jeden Fall. Also, sagen wir auf jeden Fall die Anlagen, um der beste deutsche Heavyweight zu werden. Die sind auf jeden Fall da. Ob das international irgendwie irgendwas irgendwann mal zu mir reichen wird. Mal sehen, mal sehen. Ja, Aber oder so, ob ich er so überhaupt der beste deutsche Heavyweight wird. Das kann ja, ja, das ist ja muss auch mal Ich meine, Aber wenn du überlegst, ja. was so in den letzten Jahren da an, ja, ich sag mal, an Hoffnungen geschürt worden ist. Oh, was ja, wo andererseits andere du das halt auch bei ihm sagen, muss man halt bei ihm halt sagen. Er kommt ja auch aus einem etwas größeren amateur äh, amateur -Back background Er denke ich ja schon, dass da was geht. Ja, ja, schon, aber jetzt, jetzt vom, vom Talentlevel, sich vielleicht Caballel. Ja, ne, aber der ist ja jetzt nicht mehr neu, der ist ja schon. Genau. Ich sag mal schon, aber der ist sonst, ja schon eigentlich Aber etabliert. jetzt so, so jetzt nicht. aber gegen die deutsche Heavyweight-Szene, aber <laughs> vor wem müsste er sich denn da groß verstecken, außer Caballel vielleicht hoch werden, natürlich viel zu früh. Hammer, wenn man ihn als Deutschen sieht, natürlich, aber danach. Oh, Dimitrenko sollte man auch noch nicht anfassen, aber danach Tepa, Frank, Gerber, Tom Schwarz, Pianetta, Wallisch, Ja, ist nicht mehr dabei, der ist doch schon raus. Ja, aber das ist, ich will sagen, das ist nicht mehr als, als irgendwie im internationalen Format. Ich gebe zu, also jetzt gegen sie als Wallisch Jürgen würde ich ihn ja schon zeigen. gerne sehen. Ja, ja. ja Dann natürlich. jetzt schon. Auf jeden Fall und auch nicht chancenlos, also. Aber muss man natürlich sehen, also er wird sicherlich erstmal viele, die üblichen Georgier und Co boxen und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ja, muss man erstmal ein bisschen aufbauen, aber ja, ich finde, da ist auf jeden Fall noch sehr viel Entwicklung möglich. Aber ich habe ja. auch gehört, dass er als Amateur schon KO gegangen ist, deswegen muss man auch gucken, wie sein Shin so ist. Aber das wird man auch erst gegen bessere Gegner herausfinden. Aber ich wünsche ihm natürlich viel Erfolg, so aber... Gegen Schwarz würde ich ihn jetzt noch nicht so gewinnen sehen, so leicht, also ich glaube, da hätte er ja schon ein bisschen was zu tun, also Natürlich, weiß ich nicht, das wäre schon zu früh, glaube ich, noch gegen Schwarz, also erstmal früh abwarten, aber so, da fehlt vielleicht die Erfahrung Schwarz noch. Schwarz ist ja auch, ja, ist ja auch eher überschaubar, das Talent, aber, ja, ich find, dass, mal dass, schauen. Ja, man wird einfach sehen, es ist halt noch früh, aber er kann schon was. Schauen ja, das mal. auf jeden Fall, ja. Wir bleiben da auf jeden Fall dran an ihm. Ansonsten, ja, eine Veranstaltung, die wir noch erwähnen wollen, kurz im ähm, Convention Center in Upscon, Arizona kämpfte Miguel Berchelt in Superfedergewicht gegen Francisco Vargas und er gewann durch Aufgabe von Vargas in der sechsten Runde vorzeitig. Eigentlich auch ja, vielleicht ein bisschen atungsgemäß. Ansonsten noch Emmanuel Navarrett, kämpfte gegen Isaac äh, Dogboe und äh, Navarrete gewann vorzeitig in der zwölften Runde durch TKO. Gehen wir auch nicht groß näher drauf ein. Ich weiß auch nicht, inwieweit unsere Hörer äh, sich für diese Gewichtsklassen interessieren. Ja, falls <laughs> das, da, da das, doch... Das weiß man nie. Genau, falls da doch irgendwie Bedarf ist oder so. So, könnt ihr sie uns gerne mal schreiben, Aktuell am besten auf Facebook einfach eine PN schicken und dann wissen wir Bescheid. Äh, ansonsten noch erwähnenswert natürlich Jared Hurt verlor überraschenderweise äh, gegen Julian Williams. Nach Hurt war sogar Down in der zweiten Runde. Also da hat er sich nicht mit Ruhm bekleckert und äh, ja, die Null ist weg im Rekord und ja, also ich weiß nicht, ob er mit seiner Super physisch, irgendwann recht sich das. Ewig geht das nicht gut, dieses Abkochen. Ob es vielleicht das war oder was auch immer es war. Oder einfach die Performance von, von Julian Williams, der durchaus auch kein schlechter Mann ist, aber hört auf jeden Fall noch schon sehr enttäuschend, Wogegen Julian Williams. Ich war ja auch bei den Buchmachern durchaus Favorit und ja. Schauen wir mal, wie es dann weitergeht, ob er dann vielleicht aufsteigt und da vielleicht wieder besser performen wird. Gut, dann kommen wir zur nächsten Veranstaltung und die fand am Donnerstag statt, einen eher ungewöhnlichen äh, Tag für fürs Boxen. Samira, Fedor Chudinov, ein alter Bekannter kämpft gegen äh, Raphael Bisharan. Du hast den Kampf gesehen? Ja, genau, ich habe den Kampf gesehen. Ja, auch das Zustandekommen des Kampfes ist wahrscheinlich merkwürdig, genauso wie der Tag. Ähm, Raphael Bejaran von Boxen im Norden hat in Russland geboxt gegen Fido Chudinov. Ja, man muss gleich, also man konnte ein bisschen sehen, dass Fido Chudinov, der ist jetzt halt nicht mehr der Chudinov, den wir gegen Sturm gesehen haben. Also er sah irgendwie nicht so, für mich sah er nicht so top austrainiert aus so. Oder ja, er ist halt auch nicht gegen einen Sturm angetreten, sondern gegen einen Bejaran vielleicht auch der Unterschied, aber ja, der Kampf ging nicht lange. Wahrscheinlich, ja, Raphael braucht wahrscheinlich ein bisschen, muss ein bisschen Money machen. Ähm, deswegen ist er überhaupt dahin gefahren, weil eigentlich ist äh, das Matchmaking ja nicht unbedingt klug. Also ja, äh, und so war es halt eigentlich auch. Zwei Runden, die geboxt wurden, hat Chudinov gewonnen. Raphael sah jetzt auch nicht übertrieben schlecht aus und so, aber ja, Chudinov ist einfach der technisch viel bessere Boxer, ne, mit seinem Jab dominiert er ihn, der hängt sich dann Raphael so ein bisschen rein, duckt sich so ab und so, er ist halt sehr beweglich, aber man hat halt gesehen, so über zwölf Runden kann er da nicht viel ausmachen und ja, er hat sich dann verletzt. Er hat, glaube ich, mit der Rechten zum Körper. Zuerst dachte ich, er hat irgendwie ihm auf den Arm geschlagen, aber es war dann doch eigentlich, eigentlich recht klar zum Körper. Und danach hat er sich weggedreht und seine Hand gehalten. Und die hat anscheinend so wehgetan, er konnte halt nicht mal weiterboxen. Er hat sich dann hingesetzt, sie haben dann den Handschuh aufgeschnitten. Anscheinend war die Hand irgendwie verletzt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie irgendwie gebrochen ist oder einfach nur verdreht, komisch geschlagen. Ist ja manchmal so. Auch wenn man komisch gegen Sandsack schlägt, kann einem plötzlich die Hand wehtun, wenn man irgendwas falsch macht. Ja, ist irgendwie eine kurze Veranstaltung gewesen für ihn, aber ja, wäre wahrscheinlich, hat er sich halt ein paar Runden gespart. <laughs> irgendwie. Aber ich hoffe, dass es keine schwere Verletzung ist, weil sonst wäre seine Karriere wahrscheinlich dann fast zu Ende, weil so lange wird er auch nicht mehr boxen. Ne? Er ist jetzt auch 37. Von daher muss man gucken, was er hat. Also. Ja. Schauen wir da mal. Ansonsten gab es am Samstag, den 18. Mai, eine Warren-Veranstaltung England. In Stevenage Hertfordshire. Bridges Haunders kämpfte gegen einen gewissen hat Isufi. Genau. Findet ihr den auch so unsympathisch, Saunders, oder mögt ihr den? <laughs> also jetzt äh, mal ich so mal eine Frage. So, er, ist ein, er ist schon ein Kern aber, ja, ne? Sagt, ja, der so, hat so, auch so ein Prollo, ne? Irgendwie. Also, ja, aber irgendwie hat der was. Also der ist <laughs> dabei noch irgendwie. Irgendwie ist er mir. Also ist schon ein voll aber irgendwie ist er noch sympathisch dabei. Es ist halt nicht wie Wilder. Der ist mir unsympathisch, obwohl er ein Vollasi ist. Ja, okay, bei mir ist es andersrum. Also ich finde da Wilder viel besser, aber. Äh, also ich meine, er ist jetzt auch kein Fury oder so. Ich finde, er ist so wie. Also, Fury ist ja cool irgendwie, aber Saunders so, der lässt sein Kind da seinen Gegner schlagen und so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich finde den irgendwie assi. Ach, aber ich fand die Nummer von dem aber hier gegen den ähm, Lemieux, den fand, den fand ich ja echt gut, wie der da diesem einem Haken ausweicht, der dann an ihr, und er fliegt so nach vorne und er stellt sich dann so neben ihn und macht dann noch so ein Zeichen, als würde er in die Ferne gucken. <laughs> das fand ich geil. Ja, ist halt unterhaltsam, ne? Aber. Ja, Auf ich jeden muss Fall, noch, er kann ja. ja auch was, ne, der gute ja. Ja, also das ist auch jetzt noch mit. Letztens hatten wir ja in der letzten Folge hatten wir ja die die Frage von dem Hörer, wen wir denn noch sehen, wer jetzt überhaupt Canelo Alvarez äh, noch gefährlich werden könnte. Ja, das ist einer der wenigen, die ich da noch so sehe. Einfach weil der ja auch einfach ein sehr unangenehmen stil hat. Da ja. kannst du, da kannst du schwer äh, bei ähm, bei äh, brillieren. Ja, ist so ähnlich über Fury, ne? Also ich leider, ich muss mich aufregen über Runfighting, weil man die Übertragung war so schlecht. Also es war ein freier Kampf, den konnte man kostenlos sehen gegen Schäfer Isufi. Aber das war so schlecht, dass ich am Anfang dann schon wieder abgeschaltet habe. Irgendwann habe ich die letzten beiden Runden wieder angeschaltet und das hat bei mir die ganze Zeit gehakt und geruckelt, dass man. Also. Das habe ich bei ich, Facebook aber auch gelesen, dass das. Das ist äh richtig äh schlecht gewesen. Über, das hat keinen Spaß gemacht, deswegen konnte ich den Kampf halt nicht so richtig sehen. Und das ist halt traurig. Also ich weiß nicht, was sie da mit der Technik haben, aber wenn sie die Kämpfe übertragen, sollten sie da vielleicht ein bisschen bessere Technik haben, weil so guckt es ja keiner. Da kriegt man einen Nervenzusammenbruch. Da sieht man, Billy Joes ähm, Horn, das bewegt das jetzt, wenn sich ein so Kampf schnell. da umsonst. Es wird da irgendwie Werbung geschaltet oder? Ähm... Glaub nicht. Weil ich glaube also nicht. Also ich habe ja nicht so lange geguckt, lang geguckt aber ich glaube nicht. Also da war auch ein deutscher also den, Kommentator. In den, den, den Runden war nichts. Keine ja. Einblendungen. Also ich habe ja nicht so viel gesehen, deswegen. Ich hab ja, nur, aber die letzte Zeit, die ich dann geguckt habe, war glaube ich keine Werbung. Krass. Da frage ich mich ja schon fast, wie, wie finanzieren die das? Ja, weiß ja auch nicht. Also, ähm. so viele werden das ja glaube ich jetzt nicht haben. Ich meine, früher konnten sie, noch, haben sie noch Werbung dafür im, im Fernsehen dann bei so selbst gemacht und hatten da Pay-per-view-Kämpfe, die eigentlich das nicht wert waren. <laughs> Jetzt ist das, äh, denke ich, denk ich halt auch, mit was, mit was locken die da Leute oder wie finanziert sich das? Vor allem, wie viele Leute gucken die? Also ich glaube, ganz nicht, wenige. Weil, dass sie das, dass sie das zeigen, ne? das ist ja das Problem. Ja. Die machen ja kaum noch Werbung. Dann sieht man kurz, dass sie das da irgendwie bringen, aber dann ist die Qualität halt so miserabel. Also, ich weiß nicht, irgendwie wollen sie, glaube ich, Leute durch dieses kostenlose Angebot, was ja theoretisch geil ist, auf ihre Seite ziehen vielleicht dass sie halt dann doch irgendwie ein Abo abschließen aber dadurch ist man ja so abgeschreckt dass die Qualität schlecht ist dass man gar keinen Bock hat ein Abo abzuschließen weil wenn also weiß nicht ich glaube ich hatte auch schon Schwierigkeiten bei anderen Übertragungen die sogar was gekostet haben früher haben sie auch noch die World Boxing Super Series gezeigt Ja, war ja, es das auch nicht immer so ist, finde ich irgendwie äh, was wenn du mal überlegst so das hochklassige das kriegst du da ja gar nicht weil das ist ja nee. mittlerweile fast alles irgendwie bei der Zone ja, genau. Und das ist ja das Problem. Dadurch haben die halt das sozusagen Hund den Rest. Und mal einen Zehner im Monat. Ja, aber und das andere Problem, was ich damit habe, ich, ich liebe es, Kämpfe in der Originalfassung ja, zu sehen. Ja, ich reden. auch, also auch ich früher auch. bei HBO jetzt zum Beispiel so eine Übertragung, egal woanders sehe, das hat überhaupt nicht ansatzweise den, Flair, den gleichen ne? Charme. Das, das, das geht stimmt. mir total ab. Das heißt also, wenn du jetzt irgendwo in Krakau eine äh, Veranstaltung bist, <laughs> dann willst du das auch <laughs> mit dem polnischen. Äh, Natürlich. Okay. Nein, Ich weiß gar ja, nicht, dass das, du den Das Freund ist mir nicht egal, wenn ich nichts verstehe. Aber, aber, aber Oder so, wenn, die, wenn der Öhner mal wieder irgendwo in der Türkei veranstaltet, dann ein türkischer Kommentar. Ja. Ich gucke ganz oft russische, türkische, sonst was für Kommentare. Ja, was ich nicht man verstehe. halt kriegen kann, so, ne? Aber <laughs> das hat einen ganz anderen Charme. Ich, also, ich wollte abschweifen darf. Im Moment sind ja die ja, NBA Finals und wenn ich da. Die Spiele auf The Zone gucke, die Kommentare die sind alle okay, alles gut, aber das hat für mich nicht den gleichen Charme, wie wenn ich eine wirkliche US-Fernsehübertragung sehe mit der Werbung, mit den Berichten, wenn ich da irgendwie die Experten dann höre, das, das ist super gemacht in den USA und oftmals von den von anderen Fernsehanstalten. Aber die The Zone-Übertragung übertragen halt den Sport, aber sowohl den Charme, diese ganze Veranstaltung hat, bringen die irgendwie nicht ansatzweise äh, rüber und, und mir fehlt da halt schon irgendwie was. Aber können Sie halt, also das, das ist ja auch mein, also ich finde das ist ja auch mein Problem mit The Zone jetzt. Darüber reden wir später noch mit dem Wilder-Kampf. Ich habe den ja auch nicht bei The Zone geguckt. Ach, weil... Ich komme doch direkt gleich auf den Wilder-Kampf dort dann ja. direkt. Ja. <laughs> aber ich kann ja nochmal erklären, ich habe ihn halt nicht geguckt dort, weil, also ich habe nichts gegen die deutschen Kommentatoren und so, aber ich, ich mir fehlt halt auch, erstmal haben sie nicht Poli Malinagi als Experten, sondern weiß ich nicht wen, entweder gar keinen oder halt äh, Leute. Jack Okay, das ist nicht so nee, schlecht. Stimmt das stimmt gar nicht. Jack Kulker war aber letzte Woche gewesen. Ja, der, der war schon. Aber ich meine, das In München oder so? Genau, die sind halt in München, die sind nicht vor Ort, da ist kein Kommentator vor Ort und sonst hat man halt Showtime und wenn es halt wirklich Kämpfe sind, die in England oder Amerika sind, dann würde ich gerne bei The Zone, wenn die anbieten würden, dass man den Originalton hören kann, einfach als Auswahlmöglichkeit, natürlich auch ja. den Deutschen, weil viele können ja nicht so gut Englisch oder wollen es nicht auf Englisch hören, das kann ich auch gut verstehen. Aber dass man die Auswahl hätte, das wäre so geil, dann würde ich sofort alles abonnieren, für immer The Zone haben. Aber bis jetzt, ich gucke das halt dann lieber später, den Kampf, und gucke den mit Originalton, anstatt ich den dann nachts äh, auf Deutsch gucke, wo ich irgendwie nicht so viel. Ja. Lust drauf habe, obwohl die auch, gut, also bei den sind ja schon die besseren Kommentatoren oft, also man, es gibt auch schlechte Qualitativ Not. kannst du da nicht mehr Gar Ja, nee, nee. meine ich ja, nicht, aber ist dieses Flair fehlt einfach, da ja. kommt halt nicht dieses Geile, so dieses Besondere, dieses HBO Showtime Glamour Feeling meinst, auf, das ist so halt. Ja genau, da ist halt so, ja wir sitzen in so einem kleinen Ministudio hier in genau. München und, 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 bla, und bla 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 bla. Das fing damit an, du hattest das geile Intro, dann, dann kam irgendwie der Hubschrauberflug bei Las Vegas. Das hat doch <laughs> ja. einen ganz anderen Charme. Dann siehst du da irgendwie, weiß ich ein paar Schauspieler, ein paar Sänger und so zeigen äh, genau. oder interviewen sie. Die also sind jetzt, halt nie da ist nicht auch. sondern Das ist halt, ne, das ist irgendwie ein Salon oder keine Ahnung. Irgendwie. Das hat halt einen ganz anderen Charme. Und das, das meine ich ja auch, das geht mir nicht nur so beim Boxen, so, sondern auch bei anderen Sportarten. Ich vermisse das total. Also, ich habe ja auch The Zone und dennoch, äh, früher gab es ja auch noch andere Möglichkeiten und, oder die gibt es ja heute auch noch, aber das, das hat schon einen ganz anderen Charme für mich. Und ich, ich persönlich schaue auch immer lieber die, die Originalfassung. Aber gut, aber äh, wer war also denn da so ein bisschen eigentlich bei The Zone, weil, wenn du jetzt mal guckst, ob das jetzt Amazon Prime, Netflix oder so die ganzen anderen Online-Streaming-Anbieter sind, da hast du ja auch die Möglichkeit, wenn du dir jetzt, weiß ich, äh, irgendeinen Film in der Originalsprache angucken willst, dann kannst du das da einstellen. Deswegen wundert es mich ja so ein bisschen, dass es bei The Zone nicht geht. Ja, es ist wahrscheinlich auch mal immer TV-rechtliche äh, Gründe. Wieso? Die, das ist ja auch mal so. das glaub, kann ich mir nicht vorstellen, weil streng genommen jetzt zum Beispiel jetzt die Wilder-Card, auf die war ja quasi jetzt drin sind, die war ja eine showtime kampf die wurde ja quasi, das sind ja die gleichen Kameras gewesen, die da gemietet worden sind. Also die Übertragung ist ja von denen quasi angemietet worden. Und da kann ich mir nicht vorstellen. Ja, die sind natürlich gleich, aber die Kommentatoren sind nicht gleich. Und das ist ja, im Basketball ist es ja so, da gibt es ja immer auch die lokalen TV-Sender, die die Kommentatoren stellen und so. Und auf die... Aber ich frage mich, wie ist das denn dann in In England? Die sprechen ja auch Amerikanisch. Ähm. Das ist eine gute Frage. Aber ich würde sagen, wir. Ich sage noch kurz was zu der Karte. Äh, dann kommen wir zu dem anderen. Wir müssen Kampf noch das sprechen. Ergebnis von Saunders gegen Isufi sagen, glaube ich. Genau. Ja, genau. Und Saunders <laughs> gewonnen. verdiente Nein, äh, leider nicht. Punkte, <laughs> gegen den guten Chef hat Isufi. Ein schöner Name. Und ja. Im Grunde war es ein mehr oder weniger State-Busy-Kampf. Erwartungsgemäß gewann Saunders. Boah. Ansonsten auf der Karte: Brad Foster gewann im Super-Bantam-Gewicht Ashley Lane um diverse englische Titel. Joey Joyce kämpfte gegen Alexander Ustinov. Ein, wirklich, ein einen Bär von einem Mann. Ja, äh, ja. Ustinov äh, verlor dann in der dritten Runde durch DKO gegen Joey Joyce. Ustinov, glaube ich, auch mittlerweile ein bisschen jenseits von Gut und Böse. Weiß ich nicht, wie aussagekräftig Sieg noch ist von Joey Joyce. Es macht sich gut im Rekord, alles gut, aber wie gut Ustinov noch wirklich war, weiß ich nicht. Ich glaube nicht mehr allzu gut. Aber es ist nur meine persönliche Meinung. Ansonsten noch äh, nicht Roy Jones, sondern Boy Jones. Äh, den muss ich einfach erwähnen aufgrund seines Namens. Also Boy Jones klingt wirklich sehr schön. Er verlor leider gegen Sean oh, Durch MD. Ansonsten noch diverse andere Kämpfe äh, auf der anderen Karte, aber jetzt nichts, was man jetzt unbedingt erwähnen müsste. Gut, ansonsten, äh, ja, weiß ich, können wir kurz auf den Kampf eingehen. Der oder der andere Kampf in England. Da gab es in, Sch in Schottland viel mehr. In Glasgow eine Veranstaltung. Samira, kannst du kurz was dazu sagen? Ähm, ja, da hat Emmanuel Rodriguez gegen Naoya Inoue geboxt oder haben. Und ähm, ja, das war ein ziemlich kurzer, kurzer Kampf. Ich weiß gar nicht, ob die Veranstaltung, also ich habe sie jetzt nicht live geguckt, aber ich glaube, die werden in Deutschland auch gar nicht übertragen diese Kämpfe von der World Boxing Super Series. Man kriegt das hier nicht so richtig mit, so irgendwie finde ich. Aber ja, also die zweite Staffel generell, finde Die ich, Ist ich so läuft unter dem Bildschirm, Radar, oder? Ne? Ja, also genau unter dem Radar sagt man nicht unter dem Bildschirm, <laughs> weil ich, ich sitz vor dem Bildschirm. das, Ra der, der, das Radar <laughs> hat einen Bildschirm von daher. <laughs> ja, Oster. egal. Das ist auch total krass. Also ich könnte nicht mal sagen, ob zum Beispiel Runfighting das überträgt oder wer das überträgt? Ich glaube nicht. Fighten. Nee, nee. Also ich glaube, keiner überträgt. Also ich wüsste nicht, wer es überträgt. Wirklich. Also das Zone überträgt es eigentlich nicht. Also nicht, dass ich wüsste, weil ich, da sieht man keine was Werbung. Mich oder ja so. eigentlich, was mich ja eigentlich wundert, weil es ja theoretisch gesehen schon was mit Prestige ist. Ja, Zone ja, eigentlich. Und Runfighting, da würde es was kosten. Ich glaube, das würden in Deutschland sehr wenige Leute kaufen, weil Bantamgewicht ist halt jetzt zum Beispiel nicht so. Der Hit, ich weiß nicht, wie viele Leute Naoya Inoue kennen, obwohl der einfach, also der ist so also schnell. Ich kenne ihn nicht, obwohl ich Box-Fan bin, weil ja, ich mich einfach für diese gebietsklasse diese Gewichtsklasse auch nicht interessiert. Ja, genau. Also ich <laughs> bin jetzt auch nicht der übergehypte Fan von Bantam-Gewicht, so. Nee, ja, aber ich meine, ist ein Name <laughs> aber, den man schon kennt. aber den Namen kenne ich, also ich kannte den Namen wenigstens schon, ich habe ihn schon mal gesehen, aber der ist schon ein geiler Boxer oh, so. Die feine Dame kennt den Namen. Hm. Nee, also ich habe ihn schon mal Ich habe ihn schon mal gesehen aber wenn man schnelles boxen mag, gutes technisches boxen sich angucken will, dann ist Inoue auf jeden Fall der Boxer für einen so, man kann also es ist schön sich anzugucken, aber ich mag auch eher so ein bisschen die schweren Gewichtsklassen, das ist, der, der Kampf war auch in der zweiten Runde vorbei, so Inoue hat ja ein bisschen tastend angefangen, dann schon in der ersten Ende erste Runde gezeigt, wer hier der Mann im Ring ist und dann irgendwie den Rodriguez Dreimal in der zweiten Runde, Runde runtergehauen. Ich glaube, zuerst mit dem rechten Kinnhaken und dann zweimal zum Körper. Und dann hat der Ringrichter auch irgendwann erbarmen gehabt und den Kampf abgebrochen. Also, das war schon, das ist schon ein K.O.-Monster. So, Speedy Gonzalez ja. mit K.O.-Schlag. mit So, der ist krass, so der Boxer. Das ist schon, schon geil, sich anzugucken. Aber ist halt nicht so, wie wenn Joshua gegen Wilder in den Ring treten. Ne? Das sind halt so, das ist, sieht halt ganz anders aus, aber. Das ist halt eine, also man kann, ich finde, wenn man so technisch affin, technikaffin im Boxen ist, dann sind natürlich die leichten Gewichtsklassen geiler, so, weil man, weil man viel mehr lernen kann, so fürs Auge. Man sieht viel mehr Schläge so in kurzer Zeit und die Bewegung und die sind so krass beweglich, das ist schon sehr beeindruckend. Ja. ja. Ja, natürlich. Ich meine, generell ist natürlich halt, der 20-Kilo-Mann ist im Regelfall nicht ganz so beweglich und, und, und schnell und schlägt so viel wie, wie 53,4. <laughs> ja, <laughs> ja, das krass. ist ja, ich weiß nicht, der, der Typ hat ja nicht mal die Hälfte von, von Joshua. Ja, so. meine das ich ja, halbe Portion, ja, vom Schwergewicht. Das ist schon krass. Das ist ja. halt absolut krank, wenn man die mal in echt sieht, solche Boxer, wie klein die wie sind. Das ist krass. Also, und schmal, ja. Klein ja. und schmal, wie Balletttänzer fast eigentlich. So, das ist echt kein Unterschied. Ja, ich, so. Erinnere dich doch mal an das Foto von äh, Karl Froch mit nacktem Oberkörper neben Joshua. Ja. Und das sind da ja nur äh, knapp 35 Kilo. Ja. Und Karl Frotsch, weiß ich, vielleicht so eine, so eine Durchschnittsstatue eines, eines heutigen äh, Westeuropäers oder Joa, weißen also Mannes oder schon, wie auch immer. Also der Durchschnitt, ich, ich glaube, der durchschnittliche dem... Deutsche ist 1,82, Karl Frotsch ist 1,88. Ah. Ah, ich sag mal so, eigentlich gesehen für so ein, für das Gewicht relativ schmal gewesen. Ja, aber ja, ich, ich meine, schmal, ja. ist, man, man sieht die so, ja, und dann finde ich wenn man so ein cruiser echt sieht, das sind schon Erscheinungen, aber das ist nicht so richtig krass. Und, und so ein Inume ist natürlich, wenn man sowas solche Bandheim-Gewichtlein echt sieht, das ist schon heftig, wie ein <laughs> Mann, die wirklich sind. Ja, auf jeden Fall. Sieht es bestimmt immer lustig aus, wenn man neben denen steht und ein Foto macht. <laughs> Von daher. Aber trotzdem, das Boxerische, es reißt halt nicht so krass viele Fans mit, ist halt so. Deswegen guck das wahrscheinlich. gucken das weniger, aber Sie können halt boxen und wer, wer sich den angucken will, kann ich empfehlen, ihn anyway, alle Kämpfe durchzugucken, hat man was Fall zu schauen. Rakete, typ, ja. ja, ein richtiger, ja, der ist krass wirklich cooler Stil so. Ja. Ansonsten auf die Karte. Rancick kämpfte gegen Josh Taylor und verlor nach Punkten im Superleichtgewicht. Ja. Ansonsten müssen wir auch nichts größer oder noch, noch erwähnen von der Karte. Aber sie gab es auf jeden Fall. Und kommen wir dann ja, wahrscheinlich zu der Karte, die es am meisten zu Gesprächen gibt. Und äh, ja, die Walder gegen Dominic Brasil. Vorzeichen waren klar. Aber es wurde dann noch klarer irgendwie im Ring, oder? Ja, Robert, willst du anfangen? Du bist du extra wach geblieben, ich oder? Ja. ja. <laughs> Ja, ich, äh, ich muss dazu sagen, irgendwie leckt meine äh, Verbindung gerade zu euch. Ich habe jetzt irgendwie nichts verstanden. Kannst du das bitte nochmal wiederholen? Ja, also die Vorzeichen von dem Kampf waren ja eigentlich klar, ne? Wer dadurch wer, wer, wer Favorit war und wer der Außenseiter ja. war. Aber es kam ja dann doch krasser, als man es so Findest dachte. du? Findest ja, du? <laughs> Ich, also, ich war also schon ganz ehrlich, sehr für, sicher, mich war das, für mich war das ich, ich sag's sogar klar. Also, ich finde, dieser Quervergleich zu Joshua, der hinkt etwas. Weil natürlich hinkt der, Joshua hat ihn sieben Runden stehen lassen. So, der Vergleich hängt was. Weil Joshua ist bei, ich sag mal, jeglichen Boxern, die Top 30 waren, auch nicht der Kurzrundige gewesen. Also, der hat ja hat auch in der Regel vier, fünf Runden Minimum stehen lassen, wenn nicht sogar länger, einfach weil du dann natürlich ein bisschen mehr was bietest. Ähm, ah, ja. Jetzt musst du dazu aber auch noch sehen, dass ähm, Brasil auch lange nicht gekämpft hat und auch in seinem letzten Kampf sehr, 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 sehr schwach war und auch in den letzten Kämpfen, die er so hatte, oftmals, sehr oft den Ringboden berührt hat. Also von daher, dass dieser Erstrunden-K.O. gekommen ist. Ist gar nicht, finde ich, so ungewöhnlich. Aber die Hand, also ich, ich fand ihn auch nicht toll in Form, er war zuletzt auch nicht toll, alles gut. Aber ich fand schon krass, wir haben doch alle gesagt, glaube ich, in der zweiten Hälfte oder so des Kampfes, oder? Haben wir uns nicht fest? Oder ich habe gesagt, auf Tipp jeden gewesen. Fall schneller als Joshua, weil Wilder wird sich auf jeden Fall vornehmen, schneller als Joshua zu sein. Damit hatte ich recht. Ja. Aber, aber die Hand war doch trotzdem krass. Also ich Ja, find, das das ist übertrieben krass. Also Wilder ist krass, der Krasseste. War krass, war, krass war die, natürlich. Natürlich, Keine Frage, aber wir, ich meine, du darfst jetzt aber auch nicht vergessen, wer war das? Ja, es war ein Stay-Busy-Kampf für Wilder, natürlich, natürlich, genau so. Natürlich, Führung du Schwarz, darfst jetzt auch nicht aber... vergessen, jetzt sagen wir jetzt mal rein, Terry, hättest du jetzt jemanden gehabt, der ein bisschen, ja, der einfach mal besser wäre, der bessere Beinarbeit hatte, denn die hat de facto, hat hatte ja nun mal äh, Brasil de facto nicht. So, wenn du jetzt einen hast wie Fury, der halt auch weggeht. Viel ins Leere laufen lässt. So, ja. am Anfang, in den ersten 6-7 Runden hat der Wilder halt auch noch wirklich super viel Kraft. Aber das wird dann auch nach hinten ein bisschen weniger, weil er sich ja dann auch verausgabt hat. In den ersten Runden kann der jeden finischen. Ja, meine ja. ich ja. Das ist ja das Krasse. Aber ich finde, also mit diesem Kampf hat er bewiesen, dass er mit Fury wahrscheinlich der stärkste Schwergewicht, das den wir haben. Und ich würde im Kampf gegen Joshua auf jeden Fall mit Wilder gehen. Also ich glaube, der feuert einfach die härteren Bomben ab. Also vor allem, der hört auch nicht auf. Der setzt nach. Der schlägt so unkonventionell, dass man gar nicht weiß, woher die Schläge kommen. Ja, das ist Lisa, halt seine das ist doch Stärke. Jetzt Neues. Nee, aber dass ich mich auf Wilder festlege gegen Joshua ist schon was Neues. <laughs> so ja, aber du, 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 du gibst jetzt hier Gründe an. Die man auch jetzt vor fünf Kämpfen hätte machen können. Ja, aber wenn die Gegner schwerer werden, dann ist ja schon so, dann kann man sagen, man geht wirklich mit dem Boxer mit. Als wenn er sich da halt nicht so schnell beweisen würde. Und ich weiß nicht, Joshua ist jetzt auch nicht so schnell auf den Beinen. Der kann auch nicht so schnell weglaufen wie Tyson Fury. Und nur Tyson Fury's Style killt halt Wilder. Das ist wirklich der Einzige, der ihn killen kann. Oder die Power von Joshua. Also, ja, das. Natürlich, er kann auch umgehauen werden. So, klar. Oder mal kurz runtergehen, wieder aufstehen. Wer weiß so. Aber ich, ich glaube, die härtere Power hat Wilder. Weiß ich nicht. Würde ich einfach mal also sagen. Ich glaube, die Power halt auch von Wilder, die kommt in. Ähm in einem gar nicht mal so ungewöhnlich, also er hat schon sehr schnelle Hände und ich glaube, einfach schon, weil du dadurch das auch nicht so richtig kommen siehst, knallt das natürlich auch noch mal mehr. Von daher denke ich, also Wilder ohne Frage hat, hat den Punch. Er hat damit die Möglichkeiten. Die Frage ist halt, wie du dieser, diesen, ich sag mal, diesem Paket, was Wilder anbietet, begegnest. Und du hast mit Fury gesehen, wann es machen kann. Ja, aber Joshua kann das ja nicht imitieren zum Beispiel. Ja, nein, nein, das nicht. Aber also, er, aber er kann darauf raffen. anders reagieren. Er hat ja, er, er hat ja auch, er hat natürlich auch enorme Punching Power und ich nicht, ob, ob Wilder da so offensiv agieren wird oder würde. Ja, wahrscheinlich am Anfang auf jeden Fall nicht. Das hat er natürlich extra bei Brasil gemacht, weil er weiß, dass Brasil am Anfang immer so ein bisschen langsam ist und dass er da halt viel Profit draus schlagen kann. Klar, bei, bei Joshua wäre er auf jeden Fall vorsichtiger, denke Den ich. Der Kampf würde auch länger gehen und so. Aber dass es halt, dass es so ein bisschen unklarer wird, wer jetzt der Favorit in diesem Duell zwischen Joshua und Wilder ist, finde ich schon sehr geil, so, weil das ziemlich noch mehr Spannung in dieses Duell bringt. Und ich finde, Deontay Wilder wurde auch echt immer ziemlich unterschätzt und auch am Anfang immer sagt er ist scheiße und so, dabei ist er auch, hat er immer mehr bewiesen, so dass er halt nicht so schlecht ist, wie die Leute sagen, auch wenn er halt nicht so ein Reintechniker ist. So, aber gerade so eine Leute sind halt echt gefährlich im Ring, weil man die halt nicht aus. Du kannst sie nicht auslesen. So, die schlagen halt so komisch, so zum Beispiel, so komisch einfach, dass man gar nicht weiß, was die machen, weil die Schläge halt nicht korrekt vielleicht kommen, sondern irgendwie. Er hat auch lange Arme von unten, und sie weiß nicht genau, was er macht. Eigentlich ist es schlägt man so nicht. Er macht es trotzdem und schlägt dich dann KO. So, das ist halt, das hat er halt mehr als ein Joshua so. Und deswegen, also ja, kann ich den Kampf eigentlich gar nicht erwarten, auch wenn er vielleicht nie kommt. Aber <laughs> ich hoffe, er kommt. <laughs> also ich war begeistert von Wilder, auch wenn ihr das jetzt irgendwie nicht so äh, toll doch, redet. Also so, also ich es geil. Mal unterhalten und dass er, ich sag mal so, er hat auch auf jeden Fall sein er ist zu Recht Weltmeister der WBC. Keine ja. Frage. Ähm, aber mich da jetzt festzulegen, ja, dass er definitiv. Äh, nee, Joshua definitiv schlägt, nicht. Aber wenn ich mich. Was würdest du dich dann festlegen, wenn du müsstest? Könnte mir auf könnte mir vorstellen, Punktsieg Joshua. Punktsieg, okay. Das sehr ja ungewöhnlich, aber weiß man ja nicht. Das sagen ja viele. Ja. Aber es, ich denke, ich, es ist ungewöhnlich, weil ich sag mal, Joshua bringt da noch mal Einfach nur mit etwas Zeit andere halt. Physis halt auch ein bisschen mm. mit als, einen, als ein Fury. Fury der lässt dich halt aussehen und läuft viel weg. Der haut dich nicht K.O. So, so. Man hat aber auch gesehen, dass ähm, ähm, Wilder auch mal angebimmelt wurde. Unter anderem von, ähm, von Louis Ortiz. Von daher. Also Ortiz hat ihm schon wirklich ein unheimliches äh, was abverlangt und ich hatte Ortiz beim Abbruch eine Runde vorne gehabt. Gut, die offiziellen Scorecards, die waren äh, in Favor für äh, Wilder gewesen. Deswegen kann's, ist das ja kann ich mich da definitiv auch nicht festen. Aber ich, ich glaube noch mal, dass Joshua ein bisschen da mehr mit, mitbringt als einen Fuel, äh, als einen Ortiz. Von daher. Hm von daher wird es ja immer definitiv schwächer als Ortiz. Joshua Gien, ja, ist ja auch kann ja. man ja auch. Also Ali, Ali, der KO war auf jeden Fall monströs. Ganz krass. Das, das war vor allen Dingen mit einem Schlag, was der für Schläge hat, so das ist unglaublich. So also, der schlägt einmal ja, Gegner ist so beeindruckt. geht. nicht er ist ja schon mal angezählt worden. Beziehungsweise, der hing ja schon an den Seilen, dann ist er nochmal dazwischen gegangen kam ja der, dann quasi im Nachschlag noch mal der ja aber der ich meine der Kampf hat ja schon ja das natürlich aber ich meine schon von Anfang an hat man ja gesehen als der Kampf schon gestartet ist du hast gesehen einmal feuert Wilder einen Power Punch ab und schon ist Brasil beeindruckt so der hat schon nach hinten der ist schon nach hinten gegangen du hast schon an seiner ganzen Körpersprache gesehen dass, dass er erstaunt von der war von dieser Härte das hat man einfach an seinem ganzen Körper gesehen so das ist einfach krass so also das sieht man selten, dass es so unbedingt so krass ist, der es so zeigt, der Boxer, der andere, der sowas abkriegt. Ja. Also, fand also ich auf also jeden krass. Also, für mich ist Wilder aktuell die Nummer 3 im Heavyweight. Aber es ist natürlich eng. Meine, Und wer ist die Nummer 1? Das ist eine gute Frage. Also, der Linie <laughs> ist, ist Fury, definitiv. Also. Ja, für mich auch. Furious, aber wahrscheinlich. Also die Titel sprechen für Joshua. Ja, also Joshua. Hat die Titel. Fury ist der Lineal-Champ. Vielleicht auch eher der Sieger aus dem Kampf gegen Balder. Also die meisten Leute hatten ja schon irgendwie Fury vorne. Aber es war eng. Und im Kampf gegen Joshua ist, ist sicherlich alles möglich. Ich würde auch Joshua vorne sehen, aber wer weiß, wenn die Bombe einschlägt, wenn, wenn, wenn er trifft, aber ich bin mir da nicht so sicher, ob die treffen würde. Weil, ich meine, Joshua ist halt nicht Brazil oder Stiverne, sondern. Ja, ja, Joshua. das ist klar. Das ist nochmal auf jeden Fall ein anderer Step-Up. So. Aber ich glaube, ich hatte sogar Wilder Fury unentschieden gepunktet. Also, ich hatte das schon sehr, wirklich sehr knapp. Von daher, ja, genau, ich hatte 113, 113, deswegen habe ich nochmal nachgeguckt. Deswegen ist echt. Ist bei mir dann eher schwieriger, wenn ich dann Nummer eins ah, sehen würde. Aber das, das macht es ja so aufregend, ne? Also ich meine, zurzeit würde ich das so sehen, aber es ist halt super eng, ne? Also da ist alles, alles drin. Das macht das Heavyweight ja aber glaubst, auch so interessant momentan. Glaubst du nicht, dass Tyson Fury Joshua ausboxen würde, also besiegen würde? Tendenziell ja. Ich konnte mir das echt ähnlich wie gegen Vladimir vorstellen. Ich glaube auch, also deswegen also, wäre aber es muss nicht so sein. Also ich weiß nicht, Joshua ist schon auch eine verheerende Maschine und ich glaube auch, dass Joshua er ist ja immer noch jung, dass er immer noch, noch Steigerungspotenzial hat. Er ist ja immer noch der jüngste von denen und er ist ja immer noch vier Jahre jünger als Wilder und ich, ich traue ihm das schon zu sich da vielleicht noch ein bisschen ein bisschen zu steigern, aber ja, es ist auf jeden Fall richtig eng da vorne im Heavyweight und, und, und super spannend. Und ich würde es auch lieben, wenn es da demnächst mal irgendwie dann Richtung, wenn das Ganze mal aufgelöst würde. Aber ich denke, der, der große Zahltag Wilder gegen Joshua, der wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Leider. Er, Tyson Fury hat auch gesagt, dass er denkt, dass ähm, Wilder Joshua besiegen wird und dass Joshuas Team Angst hat, gegen Wilder anzutreten. Eine weil äh, Angst, ist er aber vielleicht glaubt. sagt das natürlich auch aus, aus seiner Brille weil er natürlich äh, mit Wilder, Wilder den hat. Nicht. und hat. Und der will sich da ein bisschen drüber stellen. Also, ja, natürlich. Er will natürlich äh, am besten aussehen. Ne? Und dass ob, er natürlich un, der einzige Unbesiegbare ist von denen. Absolut. und aber ob Vielleicht, das wirklich hat, er, so seine vielleicht hat er auch recht. Vielleicht hat er auch recht, aber was man sagt als Boxer und was dann <laughs> die wirkliche eigene Meinung ist, ist ja mal was anderes. Ne? Natürlich, weiß er weiß, wie man Show macht. Ja, absolut. er ist ja ist der Gott drin. <laughs> und dennoch... Ist auf jeden Fall für Wilder super. Dieser schnelle Sieg ist, ist, ist auf jeden Fall was Vorzeigbares. Ich kann das immer sagen: hier, schaut, wie lange der Joshua den stehen gelassen hat, und ich mache ihn so brutal weg mit einer Hand in der ersten Runde. Das ist auf jeden Fall schon ein Ausrufezeichen. Das kann man schon, schon, schon so sagen. Finde ich. Also, das ist auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, war auf jeden Fall auch, wenn es kurz war, sehr unterhaltsam. Aber ähm, Robert, hast du ähm, auf The Zone gesehen den Kampf? Ich habe auf The Zone gesehen. War da irgendein Experte eingeladen oder? Ich habe erst eingeschaltet, als ähm, der Kampf losging und ich habe dann jetzt nicht, nicht gehört, irgendwie darauf ne? geachtet, äh, ob da irgendwie jetzt äh, irgendwie ein Experte namentlich genannt worden ist. Also ich habe jetzt hm. niemanden erkannt. Also sonst hätte der wahrscheinlich mitgesprochen direkt, aber... Ja, ja ich meine, da wäre auch irgendwie da irgendwer vom Haus gewesen in München, aber... Also ich weiß nur, dass bei Ach. dem ähm, Kampf von äh, Canelo Alvarez, dass da Jack Kulkaibai war. Ja, und, und generell ist ja auch so, dass, dass die äh, Hebelbrüder natürlich, die das kommentieren, sich ja auch im, im Boxen sehr, sehr gut auskennen. Also im, in der Premier League, in, im Fußball sind sind die beiden überragend was so ihr Wissen angeht, das ist wirklich krass. Die hatten früher auch mal einen eigenen Fußballpodcast. und das ist schon somit das Beste an Fußball-Wissen, was die Premier League angeht, was ich so mit in Podcasts und ich höre viele Fußball-Podcasts, was ich so mit gehört habe. Früher war ein Podcast dann Flatterball, das, das war ein Lieber, aber die Hebelbrüder, die sind schon, schon sehr fit, was Premier League und vor allem Boxen auch angeht. Sind echt grundsolide, aber das, das Problem ist halt, was wir eben schon angesprochen haben, es ist. Man hat auch wenn der Kommentator, wenn, wenn das alles okay ist, aber dieser Flair, das, das, das ist, ist einfach nicht da. Da Na, kommt da auch gar Sie... nichts für von der Zone oder so, aber es ist es ist halt was anderes, wenn, wenn, wenn die wirklich live vor Ort sind und dann Experten vor Ort hat, die man interviewt und das das steckt natürlich viel, viel mehr Einsatz hinter bei den teilweise Original-TV-Übertragungen als, als äh, ja, bei den deutschen d übertragungen Und das, das merkt man einfach auch. Ne? Nichts gegen The Zone. Die machen das, die machen echt einen guten Job. Aber die investieren natürlich auch jetzt nicht in die Mittel, die jetzt vielleicht die amerikanische Fernsehsender da investieren. Und ja, ja, das. Die, ich das lieblos, will ich nicht sagen, aber einfach mein, einf es ja, einfach. Es wird einfacher. Es das ist halt ist reduziert auf den, auf den Sport. Aufs Minimum auf das, so. Genau. Das Wesentliche, das ist ja auch nicht falsch und es ist alles gut und es macht auch dennoch Spaß, das zu schauen. Aber, ja, aber ein bisschen Show so fehlt schon. Also ja. ich, ich würde es befürworten, wenn sie, wenn sie wirklich, ja, wie das halt in Amerika gang und gäbe ist, sich einfach irgendeinen wirklichen Namen, okay, in Deutschland, irgendwie einen Xboxer ranholen, namhaften. Der einfach mit ihnen dann ein eingespieltes Team bildet und dann mitkommentiert, so wie das in Amerika normal ist, mit jetzt weiß ich nicht, Poli Malinachi mit anderen Leuten, die halt immer kommentieren, auch was zu sagen haben und nicht irgendwie in Kamera Mikrofon oder in ihre Mikrofon reinnuscheln und irgendwie die ganze Zeit still sind und immer ausgetauscht werden. Das ist halt auch schwierig, weil wenn die das zum ersten Mal machen, sind sie natürlich nicht so warm, wie wenn jemand das jetzt zum hundertsten Mal macht. Und Puh, dann hat doch man doch halt schwierig. auch. Diesen wen, wen könntest du da jetzt nehmen? Ich meine. Klitschko kann man nehmen. Ja, aber hast hm. du mal gehört, wenn er, sich wenn er sich seine fünf Sätze nicht zurechtgelegt hat, dann ist das auch nicht gerade so einfach. Es also kommt drauf an. Ja. Also wie, der, wie er damals beim Hook war, boah, da habe ich auch teilweise gedacht, da, da, naja, der setzt hier auch gerade einen Endlosschleife an. Ja. ja. Haben, kannst du auch nicht nehmen. Aber, aber würde, wenn jetzt, würde jetzt höchstens, mir würde jetzt höchstens Henry, Henry Maske. Maske. Ich finde, da gibt es schon einige Firat Arslan, da kannst du tausende, ja, du musst grad, auch die richtigen ja, Fragen gut, Arslan, stellen. Aber ob Arslan auch so ein Ding kommentieren kann? Ja, das ich muss man schon. halt also probieren. Der ist ja also, doch. also, Arslan wäre wär sicherlich der richtige Typ dafür. Natürlich, der ist doch voll redegewandt. Also, wenn Arthur Mandes bei Sport 1 kann, dann kann es erst recht Firat Arslan bei The Zone. Also hundertprozentig. Okay, dann, okay, dann, äh, Punkt für dich. Schön. Ich habe wirklich, wirklich habe schon über eine Stunde mit Firat Aslan mal ein Interview gemacht. Der erzählt so viel, wenn man ihn fragt. Der ist so nett und der kennt sich richtig aus und so. Der kann richtig quatschen. So, also wirklich Firas Aslans, ist top, top, mann Der kann gut reden. So. Total unterschätzt. Der war einmal im Sportstudio äh, und, und, und das war bei eines Boxers, die ich je gesehen habe. Irgendwo im Fernsehen so von, von den Fernsehauftritten. Und ja. auch das, das, auch Abraham kann. Das ist durchaus auch. Also, Außer die von Norbert Grube, meinst du? <lacht> <lacht> ja, aber es gibt schon Leute mit, mit Potenzial dafür, auf, auf, auf jeden Fall. Ich fand auch immer, ich, äh, Wilfried Sauerland, auch wenn man jetzt lacht, aber als neutraler Experte, wenn der nicht seine eigenen Veranstalter kommentiert oder so, sondern wirklich neutral redet, was er ja tut bei solchen Kämpfen, dem ist ja vollkommen egal, wer der gewinnt. Wenn er da nicht, nicht bei keinem Kämpfer mit drin hängt, dann ist der ist schon verdammt gut sein. Ach, du meinst Und, wie damals bei der Veranstaltung in Salt Lake City? Ja. Äh, nicht Salt äh, nee, in, in, äh, nicht, nicht Lake City. Äh, in. Ja, wo der, wo äh, Caro Murat gegen Bernard Hopkins geboxt hat. Atlantic. Ja. City, ich. Also, da der er kann ja auch... schon. Oder bin ich, ich am besten fände, dass wir wirklich Bernd Bönte. Den könnte ich mir auch super vorstellen, ich weiß auch nicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass er zu sowas Ja sagen würde, weil... Äh, er ist ja so auch Kommentator der, gewesen, ja, genau, der kann genau. das ja sowieso, ist sein Job der, so. Bei Premiere, genau. Genau, ja. und, und der hat früher ja, bei Premiere wirklich auch exzellent äh, kommentiert, also, das, also Bernd Bönte, das wäre natürlich ein Kandidat, der wäre fantastisch. Der kennt sich sehr gut aus, ja, ja hat viel reden, mitgemacht. Also, weil weiß sehr viel auch, äh, kommt ja aus dem Business, also... Bernd Bönte wäre sicherlich ideal und ich könnte mir auch vorstellen, wenn man ihn fragen würde, dass er vielleicht nicht abgeneigt wäre, da mal wieder was zu machen. Also das wäre auf jeden Fall äh, so Aslan oder Bönte, finde ich auch. Finde spannend. ich auch genau. gut. Solange Bernd Bönte nicht Peter Kadiro äh, kommentiert, wenn es sein Boxer ist, so. also ich finde es immer gut, wenn die nicht ihre eigenen Boxer kommentieren, aber alles andere das ist eh bei SDS, aber klar. Das wäre, also es gibt schon einige Kandidaten, die, glaube ich, auch nie die Chance hatten, sich auszutesten, wo man gar nicht weiß, warum. So, das ist halt voll merkwürdig. aber ja, meine, die Chance ist jetzt vertan, aber stell dir mal vor, Werner Castor bei Henderson. Das wäre geil, ja. Das, das geht runter, oder? Das wäre auch der Hammer, ja. Das wäre der Hammer gewesen. Also, ja. oder Henry Maske, warum nimmt man nicht Henry Maske? Okay, viele fanden den immer eintönig, einsilbig, aber trotzdem, es hat Flair. Also, ich bin immer pro Henry Maske. Das ist einfach das Flair, was die Leute mitbringen, ihre ganze Geschichte, ihre Wissen von ja, diesem ganzen jahrzehntelangen Boxbusiness, so. Das ist einfach, das kann halt so ein Newcomer sowieso gar nicht erfüllen und mitbringen und erzählen. Und man muss sie halt so ein bisschen anstacheln, dass sie interessante Geschichten erzählen, so. Aber ja, und, und, und bei langen Veranstaltungen, gerade wo es dann vielleicht, äh, Lauf gibt, wo, wo jetzt im amerikanischen Fernsehen und auf anderen Sendern vielleicht irgendwelche Vorberichte laufen oder irgendwelche kurzen Einspieler. Bei der Machtseason ja auch viel. Die zeigen ja dann auch irgendwelche Einspieler-Making-Offs oder Vorbereitungen. Ja, oder so. ja schon. Aber, aber ich fände es schon irgendwie schön, wenn man da vielleicht noch, ja sogar einen dritten Mann noch mit ins Boot holt, ne? dass, dass man da wirklich viel, viel zu erzählen hat. Aber gut. Natürlich auch immer, immer eine Kostenfrage. Ja, halt. ist auf jeden Fall ausbaufähig oder. Aber mich würde es schon auch schon ausreichen. Mir würde es schon ausreichen. Ja, mich ist, ich kann auch kein Deutsch mehr. Ähm, wenn sie wirklich das anbieten ja, würden, dass man, <laughs> dass man ja zu viele russische und türkische und sonst was Streams geguckt hat. Das färbt ab, nein. <laughs> ähm, oh. <laughs> nein, ich höre mal andere Sprachen. Ja, ich früher auch, oder jetzt, auch wenn ich nichts verstehe, aber so ein, früher diese Mexikaner... Ja, dahin, Am Ende hingst du Hispanisch, da auch. Okay, Dios, alles. Dios Hector. Ja, wo ja, man okay. versteht das, immer irgendwas. Das hatte Charme. Also weißt du, ich habe früher, früher gab es immer auf, auf Telefutura oder keine Ahnung, <laughs> gab es immer freitags mexikanische Kämpfe. Und <laughs> ich habe das einfach immer geguckt, weil das egal vom Supermarktparkplatz, vollkommen egal. Aber es hatte Charme. Auch wenn man nichts versteht, aber es hatte. Hast Scham. du mal, hast du mal Fußballveranstaltungen auf Spanisch gesehen aus Südamerika? Natürlich. Wie die, 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 die da als wäre es das Wunder von Bern. Go. Natürlich. Auch, auch, auch weiß ich, wenn ich Fifa spiele, dann wenn du den deutschen Kommentator hast, ich, ich schalte eigentlich entweder immer auf den, wenn es geht, halt auf den Englischen. Und wenn du den irgendwann satt gehört hast, dann machst du halt den Spanischen an, weil das klingt <laughs> aufregend, exzessierend. Auch wenn du nichts verstehst. Aber es ist Scham. Wir können ja auch probieren, mehrsprachig aufzunehmen. Vielleicht ist es unterhaltsamer. Nee, aber man lernt ja irgendwann vielleicht auch Hola, die Sprache. So, so Ciao, come on, ragazzi. <laughs> ah, ja, ich hatte, mal hatte mal hier. vor ewigen Zeiten meine Folge anmoderiert. Guten Tag, ich bin Robert, der DITIS-Box-Podcast <laughs> von Dietzland. Ja, wir sind eh international, deswegen uns stören viele Sprachen nicht, aber es wäre cool, wenn man sich die auswählen könnte, so ja. englisch, wenn man einfach umswitchen könnte. Dann gibt es halt für jeden was, was er will, original und übersetzt. <laughs> ja, wer weiß, jemand, wenn die, aber ich glaube, so viel Geld haben sie dann auch nicht oder wollen sie nicht ausgeben. Aber der Originalton wäre schon richtig hammergeil, also das, das wäre wirklich das letzte Quäntchen, was so bei mir fehlt, damit ich da irgendwie wirklich immer das Abo habe. Also, wenn, wenn ihr mich überzeugen wollt, so, und dann müsst ihr den Originalton anbieten. Oder ihr ja. könnt auch Pauli Malinacci holen als Kommentator, das wird auch ausreichen. Nur, ja, der kann nicht <laughs> Deutsch sprechen. Egal, den muss man halt ja. übersetzen. <laughs> ja, und. und, und Ganz ehrlich, es klingt blöd, aber auch, auch, auch ich liebe dann teilweise auch die amerikanische Werbung. Ich, ich mag Echt? das. Ein. Okay. Ja, ich, also, ja, die amerikanische da, Werbung ist schon was anderes als deutsche Werbung. Ja. Das muss man schon wirklich sagen. Also, ganz ehrlich, wenn ich da irgendwie, irgendwie Basketball schaue und früher die, die Streams, wenn der, wenn der, keine Ahnung, der the Most Interesting Man in the World äh, seine, seine Bierwerbespots da hat, das ist schon geil. Also. Und weiß ich nicht. Und, und wenn dann irgendwie und selbst, Charles wenn es eine Werbung und ist, Wo ein kleiner, äh, wo eine kleine Eidechse, äh, die versucht, eine Ver äh, Versicherung anzudrehen bei Geico. Richtig, ja auch sehr. Oder, oder, oder der General, der auch irgendwelche Versicherungen verkauft. Ja. Oder wie hieß der noch? Das war aber schon so zehn Jahre her. Äh, Terrible Terry Tate, Office Linebacker. Ja. Der war auch super. Oder dieser dieser, dieser Schwarze, der da die, die, die dieses Parfum oder so, die Ach, Rasierwasser Old Spice oder mit Ja, Gott. Ist P -p 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 oder die ist ganze Zeit einfach gut? nur am Brüllen ist. <laughs> also ist das gut. Also den Typ und, und The Most Interesting Man in the World, das ist doch wirklich fantastisch. Und, und, das hat jetzt nichts mit Boxen zu tun, aber nein. das ist eine Anekdote auch aus einem Amerika-Urlaub von mir, der unheimlich lang her ist. Ich habe erst gar nicht gerallt, um was es da ging, aber dann, als ich das gerallt dann habe ich mich bepinkelt vor Lachen. Und diese Werbung habe ich auch echt nur einmal gesehen. Also, dass jetzt irgendjemand diesen Clip mal zufällig bei YouTube findet, äh, entschuldigt's bitte, wenn ich da vielleicht jetzt irgendwas aus meiner Erinnerung falsch reininterpretiere. Das ist nur, noch, wie gesagt, das war an was ich mich meine zu erinnern. Da siehst du so einen Elektrofachhandel. Eine Frau sitzt da am Tresen und auf einmal hört die nur eine Stimme. Die guckt so, wo kommt die Stimme her? Und guckt so über den Tresen nach unten und da steht dann da eine Marionette. Und fragt die, ob sie halt ähm, äh, Laptops hätte. Die so, ja klar. Und er fragt halt, könnten sie mir welche zeigen? Dann setzt sie sich dazu dem unten hin und erklärt ihnen dann so diese ähm, der Marionette halt die Feinheiten dieses Laptops und sagt dann zum Ende noch, er ist wireless. Also schnurlos. Und, der, und die Marionette guckt und so, Schnurlos? Und dann siehst du so eine Traumsequenz von dieser Marionette, wie die ohne Schnüre durch so einen Garten äh, am Tanzen ist zu der Musik von The Who. I am free. Da, hab ich gedacht, da musst du auch erst mal drauf kommen. Ja, aber das, das, das hat einfach Charme, auch, auch wenn man beim Basketball, wenn da irgendwie Shaquille O'Neal und, und Charles Bartley dann reden, das ist halt was anderes, als wenn der, der Zone-Experte redet. Die haben tolle Experten da auch, natürlich, aber man ist live vor Ort, das, ist einfach, das, das hat einfach eine ganz andere, andere Qualität und, und, und die sagen ja auch. ja auch andere Sachen, das ist ja das. Ja. Weil, wenn man live vor Ort ist, hast du ja, du bekommst ja viel mit und du redest ja auch mit den Boxern, mit dem Team, mit den Leuten, die da sind. Das kriegen ja, ja die Deutschen gar nicht mit, wenn die nicht vor Ort sind, weil die können ja keine fragen, so wie war das Wiegen oder irgendwelche Gerüchte. Das können die halt nicht erzählen, die können halt nur erzählen, was sie sowieso überall lesen, so das meiste. Und das ist halt dann nicht so spannend und neu, wie wenn du halt vor Ort bist, kann man halt genau. gar nicht vergleichen. Bei, bei ESPN Friday Fight Nights war früher mal Teddy Atlas da hat dann so das so vorgemacht teilweise im Pool oder mitten im Casino vorm dem Roulettetisch während der Betrieb war teilweise im Bayer Leverkusen Trainingsanzug hat er dann so, so, ge so geboxt wie die Boxer boxen und was die machen müssen und so okay. voll geil oder irgendwie im Pool boxt dann so da muss so machen damit er ihn besiegen kann und und so und so und ein Traum und und, und sowas hat man einfach nicht bei der Sohn. Wie gesagt, nichts gegen die Übertragung. Die, die sind gut, die Experten sind auch nicht schlecht, die Hebels machen das gut. Alles wunderbar, aber man merkt halt schon den Unterschied von, von jemandem, der irgendwie aus, aus äh, München kommentiert und, oder wenn man live vor Ort ist mit, mit dem ganzen Team. Und, ist halt eine Kostenfrage. Ich meine, wie, wie viele Leute aus Deutschland gucken, ich meine, was, was gucken die Deutschen sich an bei The Zone? Wahrscheinlich hauptsächlich Champions League, vielleicht ein bisschen Premier League. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Leute wirklich die Boxkämpfe dann nachts schauen. Ja, also, dass du weißt halt einfach nicht, was sind da die Abrufzahlen. Ja. Und, und wenn, wenn, wenn der Wilder-Kampf sich, weiß es nicht, 10.000 Leute angucken, dann, dann ist es sicherlich, lohnt es sich wahrscheinlich auch nicht ich mal da irgendwelche Leute hinzuschicken, Live forward, ne? Aber es ist, es ist halt was anderes. Und wie Boxen ist halt nicht nur reiner Sport, sondern auch irgendwo ein Show. bisschen Show. Und <laughs> stimmt halt bei der Zone nicht ganz so. Ne? Auch wenn das qualitativ nicht unbedingt immer schlecht ist, was die machen. Wie gesagt, alles gut. Nur die Umstände sind halt andere Fehlt so 10% RTL. <laughs> Wäre nicht schlecht. <laughs> reinzubringen. Ja. Aber mal schauen, kann sich ja alles noch entwickeln. Die investieren ja extrem in Boxen, das ist ja schon mal ja. positiv, ganz international. Und da wird vielleicht in Deutschland dann auch irgendwie mehr wachsen. Man weiß es nicht, aber es kann, weiß ich nicht. Also schlechter wird es ja nicht, von daher wird es vielleicht auch immer sich steigern kann man auf jeden Fall weiter verfolgen. Ja, ja, also Zukunft gehört definitiv den, den den Streaming Angeboten, ne? Also das Fernsehen wird halt ist halt Dead Man Walking so, ne? Es stirbt halt langsam und wenn man so guckt, die 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 weiß was ich, der durchschnittliche ZDF Zuschauer ist halt um die 60 Mitte ah, 60. Äh, ja. ARD und ZDF Zuschauer sind 63 bzw. 64. Ja. ja. Weil es gibt für junge Menschen, die technikaffin sind, gibt es keinen Grund mehr für lineares Fernsehen, weil du willst halt das sehen, was du willst, wo du willst, wann du willst. Und du willst dir nicht mehr vorschreiben lassen, wann es kommt. Also es macht du ja ich, Bei der Wahl das Einzige, oder so. Das Einzige, wo du halt, ist, wie gesagt, Live-Veranstaltungen. Ja, ja, da, ja. da macht Aber da, der, da hat das Fernsehen nicht. halt noch äh, quasi. Eine Möglichkeit, kompetenzfähig oder äh, nicht Kompetenz, ähm. zu sein, ja. Genau. Live, live, ja. Aber die haben ja gar keine Sportrechte mehr. Also ja, alles verloren. Die haben äh, ja, ja nahezu nichts. Ein bisschen Biathlon, dann, dann noch irgendwie Reste von Olympia und, und, und Fußball, so, aber das sind alles nur noch Reste. Und ja, aber wirklich viel zeigen, die, die zeigen ja fast nichts mehr. Und das ist schon, schon, ja. Das ist halt, die schneiden sich halt irgendwie ins eigene Fleisch. Und die sparen dann immer mehr und da, da kommt halt nichts mehr rum. Das, das stirbt halt. Und was krass aber, wenn du überlegst, aber den fällt halt auch nichts mehr ein, wie die Leute irgendwie auch an sich binden können. Gar nichts. Äh, was mich auch irgendwie so ein bisschen wundert, denke ich mal, was die ein Etat haben. Ja, und trotzdem, wie wenig dabei rumkommt. So ja, ich sage andererseits, gut, aber auch wenn du mal ja, wie wenig dabei rumkommt. Andererseits, du hast halt sehr viel. Was ja, da wird ja auch nicht jetzt nicht nur Fernsehen mitgemacht, da hast du ja dann auch noch die ganzen Spatensender, dann hast du dann noch die Internetauftritte von der Funkgruppe, wo ja auch für so jüngeres Quatsch. Publikum dass, dass man sowas überhaupt macht, das ist. Ah. Ja, gut, ja, auch, hier und da gibt es ein paar ganz interessante Nein, Sachen. das hat absolut nichts mehr mit Grundversorgung zu tun. Irgendwie weiß ich nicht, dass sowas. Dass das, das öffentlich-rechtliche Fernsehen, dass das irgendwelche Jugend-YouTube-Kanäle äh, äh, quasi führt, das ist doch, also das geht gar nicht, finde ich. Also. Ah, ja, jetzt auch nur ein Beispiel. Und dann, dann kommt ja. ja auch noch hinzu, diese ganzen Radiosender, die die dann haben. Ja. Da frage ich mich halt auch, macht das jetzt, sag mal, jetzt Sinn, einen Radiosender zu haben, sag mal, der halt tendenziell eher sehr, sehr wenig gehört, weil ich jetzt BDR 5, wo ja. halt mehr so Sprachbeiträge sind. Und da denkst du halt auch eigentlich könnte man das auch zusammenlegen, dass halt so ein Sender halt dann eher deutschlandweit läuft, die ganzen anderen Sendern, die das auch in Teilen abgedeckt haben, dann halt dafür auch abgeschafft werden. Ja, ich finde auch der einzige, es reicht ja im Grunde ein lokaler Radiosender, wo irgendwie einfach normale 08:15 Baummusik läuft. Ja, das hast du da so zum Beispiel hier in NRW. hast du ja auch, so. wenn du mal guckst so hier äh, Radio, weil ich jetzt Antenne Düsseldorf, so da läuft die exakt gleiche Musik. Musik wie bei Antenne Wuppertal, eine Leverkusen weiß der Geier was. Ja, aber es braucht, äh, wofür und die haben es? halt nur andere Sprachbeiträge, aber die Musik ist die gleiche. Ah, das, also irgendwie sowas wie Deutschlandfunk hat eine Daseinsberechtigung, aber sowas wie r 5 und so. Für das hört doch keine Sau. Und das kostet alles ein Heidengeld. Aber weiß ich nicht, wir, wir, wir schweifen da ab. Aber generell wollte ich noch sagen, anmerken wollte zumindest. Wenn es wirklich mal so ein Streamangebot gäbe, mit auch wirklich Originalkommentatoren, gerne auch original englischer oder amerikanischer Werbung, das, das hat einfach so den, den Charme. Und dafür würde ich auch echt viel Geld äh, bezahlen. Und das Schlimme ist ja, wenn man sowas haben will, wird man in die Illegalität getrieben, aber du bekommst es nicht für Geld. Und das ist, äh, ja, ist so ein bisschen schade. Ja, hoffentlich kommt es mal irgendwann. Kann ja eigentlich nicht so schwer sein, ich weiß nicht. Ich glaube, das haben schon viele Boxfans moniert. Das ja. gleiche Thema habe ich schon oft von vielen gehört, dass sie das so wollen. Und so schwer ist kann ja auch, das ja nicht genau, sein, die Umsetzung. Ja also es, es ist ja auch generell bei, bei Sport, so in Sportarten oder bei, bei Serien zum Beispiel. Ja, die kannst du dann sehen, aber dann oftmals auch zeitverzögert. Du kriegst sie nicht sofort. Und das sind alles so Sachen, du, das, da hat die ganze Medienbranche und, und die hat da auf jeden Fall noch, noch eine Menge Arbeit vor sich, damit das irgendwie befriedigend äh, läuft, weil manche Dinge bekommt man einfach gar nicht. Nicht mal, wenn man bereit ist, Geld dafür zu bezahlen und ich würde echt viel Geld dafür bezahlen. Also irgendwie eine Sache, wo ich wirklich alle Sportarten gucken kann und ja, weiß ich, das gleiche wie bei. Bis am Sky Abo, wie viel Fußballspiele im Monat? Oder guckst du denn wirklich auf Sky und dafür dieser Preis? Also, aber wie gesagt, das sind andere Baustellen. Der Abschweifen. Will sonst noch irgendwer was sagen zu Wilder und Brazil oder? Nö. Ich würde sagen, Wir gehen zum anderen. Schwergewicht lauter Hä? Gehen wir nicht zum anderen Schwergewichtler über. Wen meinst du? Joshua. Ja, das ist jetzt die Vorschau. Ja, dachte ich. Eben. Oder nicht? Ja. ja. Der Rückblick ist beendet. Gut. Deswegen, Ding, 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 Vorschau. <laughs> genau. Also, Ding, Ding, Ding. Vorschau. Genau. Und zwar am 1. Juli im Madison Square Garden in New York kämpft Anthony Joshua ja jetzt endgültig gegen Ruiz Junior. Da geht es um viel Lametta mit viel Gürteln und so um den Titel der IBF. IBO, wenn man den überhaupt als äh, ernstzunehmenden Titel äh, anerkennt. WBA und WBO. Auf jeden Fall um viele Gürtel. Ja, Joshua gegen Ruiz ist natürlich auch eine Art Stay Busy-Kampf. Ruiz ist sicherlich. Ein, ist aber stärker jetzt als in Brasil. Schon natürlich unangenehm zu boxen. Auf jeden Fall. Aber die Favoritenrolle ist auch klar verteilt. Ich finde Ruiz auch eigentlich echt, echt nicht übel. Und ich glaube auch, dass Ruiz durchaus das Zeug hat. Die, ich weiß nicht, in welchem Fitnesszustand er ist. Ich hoffe, er ist gut. Aber ich glaube, dass das. Ruiz, zumindest Joshua ein bisschen, bisschen schlecht aussehen lassen kann. Weil er ist, er, ist, er ist ein bisschen slick, er ist beweglich, er ist nicht langsam. Also, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass er ihn ärgern kann. Ich meine, dass, dass Joshua gewinnen wird, das, das ist klar. Ich denke, da werdet ihr nicht anderer Meinung sein, aber, aber Ruiz ist schon jemand, der ihn zumindest so ein bisschen ärgern könnte. Oder was denkt ihr? Ladies first. Okay, dann fange ich an. Ja, weiß ich nicht. Ich fand den Kampf jetzt. Irgendwie bin ich jetzt nicht so gehypt. Klar, der Gegner ist okay so. Ich habe ihn ja auch zuletzt gegen Dimitrenko gesehen, so den Ruiz, und ja, der ist mir einfach. Also, ich glaube nicht, dass er das irgendwie schafft, jetzt in zwei, weniger als zwei Monaten top austrainiert zu sein und weiß ich nicht, und irgendwie seine beste Shaped Welt irgendwie jetzt hinzubekommen, weil er die größte Chance seines Lebens hatte. Also dafür ist die Zeit halt viel zu kurz, dafür kann er natürlich auch nichts. Das ist irgendwie, ist natürlich für ihn auch irgendwie blöd so, dass er halt sich da nicht besser drauf vorbereiten kann, auf so eine krasse Chance. Aber ähm, er ist auf jeden Fall ein Boxer, der, der lässt sich da nicht fallen oder so, wenn es ihm zu blöd wird, denke ich mal. Das ist einer, der geht nach vorne, der sucht auch seine Chance, gerade irgendwie, solange er noch gut Kondi hat, obwohl eigentlich, er sieht zwar nicht so top durchtrainiert aus, aber eigentlich hat er mehr Kondi, als man denkt. Ähm, deswegen, eigentlich darf man ihn, da unterschätzt man ihn vielleicht immer so ein bisschen, weil er halt nicht so krass aussieht, aber der, also der hat auch Schlagkraft so, wenn er einen trifft, tut es bestimmt auch weh. Aber, ja, man kann sich irgendwie nicht vorstellen, dass er da wirklich gegen Joshua viel ausrichten kann. Also, ich mir irgendwie nicht so. Vielleicht irre ich mich auch. Es wäre auch cool, wenn, wenn ich ihn unterschätzen würde. Aber irgendwie, dass er ihn da so krass hart trifft, dass Joshua runtergeht, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ihr? Also, das. Nö, also da gehe ich auch mit. So was nicht, Komm ne? So nicht. ich das jetzt nicht denke. Äh, ich denke mal, wie das äh, schon der Eugen sagte. Er wird seine Momente haben. Er ist unangenehm zu boxen. Aber am Ende gehe ich halt auch mit, mit Joshua mit. Ich weiß nur nicht, ob ich sagen würde, K.O. Da ja, ist nicht sicher. Schwer. Ja, es könnte auch über die Punkte sein, klar. Also. Ja, ich meine, man hat ja ganz guten Quervergleich äh, durch den Kampf gegen, gegen Joseph Parker, der ja wirklich äh, super eng war damals für Ruiz. Manche haben Straw gesehen, manchmal, manche haben sogar Ruiz vorne gehabt. Also das war schon ein super enger Kampf. Das auf jeden Fall gegen Parker. Und, und dieses Level von der Qualität, wie Parker, hat Ruiz. Also die sind etwa ein Level, also Ruiz kann man schon so am Rand der Top Ten. Haben im aktuellen Schwergewicht? Ja, das, das definitiv. Also, ich würde ihn auch irgendwo, sagen wir mal, zwischen 8 und 15 irgendwo einsortieren. So die Größenordnung ist, ist schon echt super solide und unterschätzt auch. Und fürchterlich unangenehm zu boxen ist halt die Frage. Ja, ich, er passt halt. Ich denke, er schlägt halt sehr viel, Joshua, eher weniger. Ist halt die Frage, inwieweit ja, er getroffen wird von Joshua. Also, wenn, wenn Joshua ihn wirklich hart treffen kann, dann, dann kann das Ding natürlich auch früher zu Ende gehen. Aber er verträgt schon was. Und ich glaube, es könnte schon einige, einige Zeit dauern. Und er wird auch, auch zumindest die Runden eng gestalten können. Ob er das Ding gewinnt? Nein, natürlich nicht. Nach Punkten nicht. Vorzeitig auch nicht. Aber äh, er ist auf jeden Fall kein Journeyman und keine Laufkundschaft, die, die, die man jetzt einfach mal so abfertigt. Ja, wird auf jeden Fall wahrscheinlich nicht so ein schneller K.O. wie bei Wilder. In der ersten Runde zu Ende sein, das glaube ich nicht. Ja, auf jeden Fall wird man ein bisschen was zu sehen bekommen, denke ich. Ein paar ja. Runden, vielleicht auch sogar zwölf. Das ja. ist ganz interessant dann, auch über Joshua, was man da so sieht, wie er mit dem klarkommt, wie er ihn sich vom Leib halten kann. Ja, und ich, also ich weiß ich nicht, dadurch dass man ja, ich, ich, ich fände es gegen Wilder sogar noch interessanter, den, den, den wo es äh, gegen Wilder zu sehen, aber ja, so ist es ein ganz gutes Duell. Aufgrund der Workrate, natürlich könnte es unangenehm werden, halt für Joshua, aber ja, also da, so also dass er äh, da irgendwie groß unten klaut und so schwierig, aber es könnte zumindest ja, es, es gibt dankbare Gegner für, für, für Joshua, gerade irgendwie Medicine Square Garden. Also, es ist, es ist, glaube ich, niemand, gegen den man jetzt wirklich gut glänzen kann. Mal schauen, mal schauen. Ich bin ein bisschen gespannt darauf, zumindest. Und ich glaube eher, dass man nach dem Kampf sagen wird: Oh, Joshua, wird man vielleicht Joshuas vermeintlichen Nummer 1 Status, wenn, wenn, wenn man ihn überhaupt als Nummer 1 sieht? Noch Weil mehr anzweifeln. Ja, ja, oder sein, du weißt dann ja dann auch jetzt war. nicht, wie bald, wie bald sich äh, Fury gegen Schwarz schlagen wird. Ja. Kann, ja sein, kann ja sein, dass der den zwölf Runden lang stehen lässt. Ist, ist absolut denkbar. Ja, absolut. das kann sehr Aber, gut sein sogar. Ja. Ja. Aber vielleicht kann man sich darauf einigen, es gibt aktuell vielleicht drei Nummer eins <laughs> Boxer im Schwergewicht. Die Situation ist halt unklar. Der, das, das ist halt alles sehr, sehr eng beieinander. Und ja... Aber ich bin durchaus nicht ungespannt auf, 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 auf Ruiz. Ich meine, Ruiz ist, springt ein, ist quasi Ersatzgegner für, für Miller, springt ein, oh, man erwartet eigentlich nichts von Ruiz und ich denke, da wird der, er wird zumindest ein bisschen überraschen. Das, das traue ich ihm auf jeden Fall Ja, er hat nichts zu verlieren und Joshua genau. muss eigentlich eher viel gewinnen. Eigentlich steht er schon so ein bisschen unter Druck, weil es ja ähm, ja... Weil er in Amerika boxt und ja, weil er wahrscheinlich da auch eine gute Figur abgeben möchte, glänzen möchte, dass die Leute halt da auch von ihm begeistert sind, genauso wie in England. Und wenn er ja, ich glaube schon, dass da ein gewisser Druck da ist und deswegen kann schon sein, dass er sich da schon vornimmt, irgendwie vorzeitig den Kampf zu beenden, weil sonst wow. wird es schwieriger, die Amis zu, von sich zu überzeugen. Aber ob er das so leicht schafft, mal gucken. Ja. Ja, ich, ich, ich könnte es mir ehrlich vorstellen, wie, wie damals hier Wladimir gegen Ibrahimov, äh, dass das halt ein hässlicher Kampf wird, der, so, so, der einen so langweilt, der die Zuschauer auch nicht fasziniert. Also, das das könnte ich mir irgendwie schon, schon vorstellen. Also, dass so ein, so ein Punktsieg wird von Joshua, mhm. wo man denkt, oh, ist natürlich verdient, aber, aber geglänzt hat er nicht. Das wäre so, so, so mein, meine Vorstellung von dem Kampf, aber. Wer weiß, wer weiß, was da passiert. Vielleicht überrascht uns der gute Andy Ruiz ja. Wie gesagt, ich würde auch gerne falsch liegen. Ja, aber dass wahrscheinlich gewinnen wird, das... Wer weiß, es hat schon viele Überraschungen gegeben im Boxen. Ja, gibt es sonst irgendwas zu sagen? zu dem Kampf. Eigentlich nicht. Okay, nicht. Willst du noch vielleicht auf die Undercard eingehen oder? Ja, definitiv noch. Also ähm, der zweite Hauptkampf oder was ist? Omen Event ist im Superfliegengewicht. kali Jaffay kämpft gegen Norberto Jimenez. Sollte fei wahrscheinlich dann machen. Ansonsten recht interessant. Caleb Smith kämpft anscheinend gegen TBA. Der schon wieder. Ja, äh, eigentlich war ja Hassan Endam Gikam äh, vorgesehen als Gegner, solider Gegner für Caleb Smith. Aber irgendwie wird er zumindest bei Boxrec wird der aktuell als Gegner nicht geführt. Hm. Wer auch immer dann gegen Callum Smith kämpft, äh, man wird sehen. Also Gikam Gikam wäre auf jeden Fall ganz ganz nett, aber mal gucken, wer es dann wird. Am Tages. Ansonsten gibt es natürlich noch einen super Frau, äh, äh, Katie Taylor kämpft gegen, wie auch immer man sie aussprechen mag, Delphine Person aus Belgien. Ja, die ist richtig stark gewesen, auf jeden Fall zuletzt. Ja. Eine der besten Frauen, die es gibt. Also die ist krass vom Style. So ein bisschen ein Generation-Duell, obwohl so alt ist ähm, Person auch nicht. 34, natürlich gegen Katie Taylor. Obwohl die 32, okay, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass sie so nah aneinander sind. Ich dachte, Katie Taylor ist jünger, weil sie so lange Amateur war. Boxerin war, aber ist ja gar nicht so. Also nehme ich mir zurück. Auf jeden Fall ein richtig geiler Kampf. Ich habe die Person schon öfter mal gesehen und ich finde die richtig hammer. Also technisch ist sie echt stark. Also ist die Fight gar nicht mal so schlecht. Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr spannender Kampf. Nö. Klitschko ja. hatte auch sehr selten Frauen, glaube ich, im Vorprogramm. Glaube ich nie. Oder? Das ist ja Brekus der, doch? stumm ist ja Brekus. Hier, ähm, Dingens, Brekus dabei Brekus, gewesen. Ja. ja, weil es eine Boxerin war. Ja, aber sonst waren die Qualcards ja auch eh so. Ja, naja, muss man jetzt nicht, ne? Ja, aber aber für im Frauenboxen ist das so zumindest einer der besten Kämpfe, die überhaupt möglich sind. Ja, das stimmt auch. Also, das ist, also das ist ein krasser, das ist wirklich ein richtig krasser Kampf. Das ist jetzt auch irgendwie, das ist halt auch ein Kampf, wo zwei Frauen, die wirklich richtig gut sind, gegeneinander boxen. Und, und nicht... auch, was zu verlieren haben. Und viel zu verlieren haben, nicht so wie Shields gegen Hammer, weil. Das Wieso? Da hatten auch beide was zu verlieren. Ja, ja aber Mit beide Null. waren nicht auf Augenhöhe. Und das wusste man eigentlich auch vorher, außer die Leute, die das Match gemacht haben. Keine Ahnung. Außer die Matchmaker, die wussten es nicht oder wussten es doch. Aber ich meine, dieses Duell jetzt ist wirklich auf Augenhöhe. Also, das ist wirklich krass, so, weil die sind beide echt gut. Und da weiß man nicht so, wie das endet. Ja, ich meine. Katie Teller ist natürlich schon, würde ich muss schon sagen, eine große Favoritin, oder? Ja, natürlich, weil sie jünger ist, weil sie neu ist, weil sie, weil sie jetzt gehypt werden soll, aber sie wird es nicht einfach haben. So, das ist halt so. Ähm, natürlich müsste man eigentlich mit ihr gehen, so, aber ob das so klar ist, weiß aber ich nicht. Auf jeden Fall sie Schika. wird was zu tun bekommen, auf jeden Fall muss sie da richtig kämpfen, so. Also, das wird nicht so einfach werden. Sie wird wahrscheinlich über sich hinauswachsen in diesem Kampf, weil sie einfach, wenn sie eine richtig gute Gegnerin vor den Fäusten hat, wahrscheinlich auch nochmal ganz anders boxt. Obwohl ja. sie ja schon einige geboxt hat, aber trotzdem ist es halt trotzdem sehr sehenswert. Interessant vom Style einfach. Ja, mein Tipp wäre da auf jeden Fall, weiß ich nicht, 116, 112 oder so. Einigermaßen knapp für Taylor, aber man will sehen. Ist auf jeden Fall eine Menge geboten, finde ich, auf der Karte. Und ich bin auch echt gegen. Wie ein Kill'em Smith kämpft. Ich glaube, jetzt so einen verheerenden Journeyman werden sie nicht holen, sondern irgendwas, jemand, der schon ein bisschen was kann, würde ich mir da wünschen. Dann, dann ist es echt ja, eine nette Veranstaltung. Einmal Boxer Arthur Abraham. <laughs> ja, ich meine, wer weiß, ne? Ansonsten ja, gibt es ja auch noch einen anderen netten Kampf, zumindest Chris Algieri gegen Tommy Cole. Algieri natürlich Favorit, aber ja, ist auf jeden Fall auch ein Kampf, der einigermaßen eng ist. so Und das, da könnte auch was gehen. Weil Algieri jetzt ja auch nicht der Supergott ist. Also, weiß ich, die Undercard hat schon, schon was zu bieten. Jetzt die, die anderen Kämpfe sind jetzt, jetzt mal außen vor gelassen, aber ja gut, vielleicht noch eine Josh Kelly gegen Ray Robinson. Aber das, das, das sind schon gute Kämpfe. Also, die, ganz, die Karte ist schon super und eigentlich auch, auch recht würdig, finde ich, für für Madison Square Gun. Jetzt Eddie nicht den ganz großen Glanz, aber er ist auf jeden Fall. Er kommt, ja, gut, es gab auch nicht mehr so viel Auswahl. Genau, und, aber, und er, er kommt jetzt nicht nur um das Geld mitzunehmen, sondern er, er, er kann schon was. Und es ist auf jeden Fall eine Veranstaltung, auf die ich mich sehr freue. Und, und, und eigentlich auch ja, die einzigste, ne, in den letzten zwei Wochen, man sich wirklich freuen kann, so was was das ganz große Boxen angeht. Ansonsten ja. ist ja, gibt es natürlich jede Menge Veranstaltungen, aber jetzt so was. großen Namen nicht, ne? ne also. also es ist mit Abstand das, äh, das Stärkste, was so momentan kommt. In den nächsten zwei Wochen. Oder Robert, was, was gibt es denn sonst noch so in den nächsten zwei Wochen? Ach, da gibt es halt so ein paar Cards. Ja, mal, die Fallen unter Ferner liefen, kann man gucken, muss man nicht. Oder ist mal ganz nett, wenn man darüber spricht. Zum Beispiel Marco Huck oder sein Bruder Keenan macht eine Veranstaltung am 25. in Niedersachsen, in Salzgitter, wo unter, unter anderem halt auch äh, Patrick Rohkohl oder Arthur Reis boxen. Ähm, am 25. am gleichen Tag gibt es auch nochmal eine PSP-Veranstaltung von Enrico Schütze, wo unter anderem äh, Sebastiano Losito kämpft. Ähm, Kämpfe, ich sag mal so, da, will, da ist schon klar, halt äh, wer gewinnt und wer nicht, denke ich. Ähm, auch eine Karte äh, am 25. ist in Brandenburg, in Königs Da kämpft unter anderem, das ist aber auch nur durch Zufall mir aufgefallen, Enrico Kölling. Also, ob der jetzt noch bei SES ist, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall ist es eine Veranstaltung von dem Promoter Ronny Gabel. Und, der, und die, der Verband, der den Kampf ausrichtet, ist die GBA, nicht der BDB, die ja sonst eigentlich die Veranstaltungen von, von SCS machen. Also was da jetzt Stand der Dinge ist, weiß ich nicht. Aber nach der Niederlage jetzt gegen Böse kann ich mir gut vorstellen, dass da wahrscheinlich einfach nur ein Vertrag ausgelaufen ist und der sich jetzt nach was anderem umgeguckt hat. Ähm, noch eine Veranstaltung am 25. Mai ist in äh, Amerika, in Maryland von Eddie Hearn. Dort kämpfen unter anderem Michael Hunter und Philip Horgevich. Und Jessica McCaskill gegen Anai Esther Sanchez. Ein fünf sterne kampf bei Boxrec um die äh, Titel der WBC und WBA im Super-Leichtgewicht. Und äh, am 1. Juni, also am gleichen Tag, wo der Joshua-Kampf ist, Kämpft Adam Deines in China, in Macau genauer gesagt, gegen Feng Long Meng? Da bin ich mal gespannt, wie da die Ergebnisse sind und ob man den Kampf irgendwo zu sehen bekommt. Kann ja gut durchaus sein, dass ähm, SES da irgendwie eine Live-Schalte irgendwie macht oder irgendwas online-mäßig anbietet, weil, wenn ich mir jetzt richtig in den Sinne China ist ja in der Zeit voraus. Also, es dürften acht Stunden sein. Ja, kann es vielleicht sein, dass das irgendwo am Nachmittag mal läuft. Wenn es denn läuft. Ja, also, also bei boxsack oder so steht auch noch keine Fernsehanstalt dazu, also oh. unwahrscheinlich. Ja, geht auch um, um keine Titel. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz ganz netter Kampf, weil das ist der Mengen, der kann schon was. Ich kenne ihn nicht. Nein, aber wenn man so seinen Rekord sieht. Ist nicht schlecht, er war auch ein solider Amateur, aber Deines ist natürlich auch einer der, der besseren deutschen Boxer oder ne, auf jeden Fall ja, da könnte was gehen. Also das ist auf jeden Fall echt schöner Kampf und wäre schade, wenn man ihn nicht irgendwo sehen könnte. Mhm. Gut, aber das wäre es dann auch so mit der Vorschau. Kommen wir zu den News. Ja, was gab es denn da so an, an News? Hier gab es eigentlich nicht. Jürgen Brämer ist nach wie vor Pflichtherausforderer vom Europameister, oh. der jetzt nur den Namen gewechselt hat, Stefan Hertel. Das ist ein Kampf, sagen wir einerseits, den würde ich gerne sehen, aber ich glaube, Brämer ist immer noch eine Spur viel zu hoch für Hertel. Weil Bremer ist ja immer noch fit und da kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das Hertel da groß was gegensetzen hat. obwohl man sagen muss, beide sind natürlich starke Techniker. Aber ich weiß auch nicht, ob Bremer überhaupt das äh, von diesem Pflichtherausforderungsrecht äh, braucht macht, weil du kannst da jetzt halt mehr Geld mitmachen. Andererseits ja. wenn jetzt irgendein Typen aus Südamerika fünf Runden lang verdrischt, so viel Kohle kann das jetzt auch nicht geben. Ich glaube Bremer boxt doch jetzt glaube ich. Der boxt jetzt bald. Ja, ja, irgendwo ein Schwerin. 15.6. gegen Nils Schmidt, also theoretisch hätte er auch gegen Hertel boxen können. Also, ja, aber ich glaube, Hertel legt sich noch ein bisschen die Wunden vom Kampf. Ja, also ich das glaub, stimmt, ein bisschen schnell. Aber ich meine, Jürgen Bremer boxt jetzt auch nicht irgendwie gleich um die, um die WM oder so. Wenn man denkt, ihm läuft die Zeit vielleicht ein bisschen vorbei, er ist ja 40 schon. Eben, Langsam also dann wird es knapp, Zeit ist da nicht mehr. wenn er da jetzt, mit, weiß ich nicht, er bock, müsste es eigentlich schwerere Gegner boxen. so. Um... Ja, wenn du jetzt mal überlegst, wenn er jetzt Mitte Juni boxt, dann hast du, du, du nochmal drei, sag mal, wenn der jetzt, wenn der jetzt keine ab, sag mal keine Abnutzungserscheinung hatte in dem Kampf, wovon jetzt auszugehen ist, würde der so in drei Monaten nochmal boxen. Das wäre dann September. Ja, dann hat er schon im September, hat der, oder hat er ja schon drei Jahre lang keinen Titel mehr. Naja, und ja. da frage ich mich auch, was Zeit, so dahinter äh, steckt. Rennt dem davon. Das wäre irgendwie so eine, so eine äh, David-Hay-Nummer abzieht, handverlesene Gegner aussuchen und auf einmal dann gegen den besseren Gegner dann äh, irgendwie sich blamiert. Ja, die wobei, letzten Jahre hat er so, nur... so, so, so anfällig für Verletzungen ist er ja jetzt nicht wie, hey. Ja, nicht, dass man es auf jeden Fall weiß, nicht, dass es öffentlich gesagt wird, also, aber trotzdem muss man sich fragen, warum er jetzt so ein Achtrunder runder macht null Sterne bei Boxreck. Er bearbeitet sich immer weiter runter. Aber hm. Vier Sterne, zwei also, Sterne, zwei Sterne gegen null Sterne. Also er hätte wirklich viele andere boxen können. Also der Geburtstag von Nils Schmidt ist Nils Kurt Willi Schmidt vor wenigen Kämpfen noch gegen Rudolf Morko einen 3 zu 82 Zweimann mann geboxt. Ja, also das ist natürlich auch irgendwie nur sonst. Der Busy-Kampf, also ja. das ist ja jetzt keine große Herausforderung. Das ist einfach nur ein bisschen, um in Shape zu bleiben, obwohl Nils Schmidt noch keine Niederlage hat, aber er hat natürlich jetzt auch noch keinen großen Namen geboxt, den man irgendwie auch nur kennt, ansatzweise. Aber <laughs> ist halt irgendwie für Jürgen Bremers Karriere ein bisschen schade ja, na, so. Rudolf Oder oh, das ist ein Traum oder Robert Rosenberg kennt auch jeder. Aber aber ist Rudolf auch Murko, also, also jeder Boxer, der was von sich hält, hat, Rudolf Murko im Rekord. 62 Niederlagen, aber nicht schlecht. Ja, ja. Müssen erst mal können. Ja, das schon gegenüber die Punkte ist er gegangen mit Armin Dollinger, dem Münchner Hirschenwirt, falls ihr noch niemand kennt. Auf jeden ja. Fall Rudolf Murko, ich bin großer Fan. Ja. Äh, was gibt's noch? Ja, Mahmoud Shah, ich muss mich hier echt dran gewöhnen, den zu suchen. Ja, er heißt nicht mehr Manuel Shah, ne? M. Shah äh, hat Ist, ja, ja, ist ja er ja noch ein Panzer? Weiß man das? Ich weiß es nicht. Äh, ich weiß nur, dass er immer irgendwelche Bilder bei Facebook postet und dann, sag mal, sämtliche Deutschrap und Boxfloskeln dann da drunter setzt. Ja. Von der Straße zu den Sternen weiß der Geier was. Naja, da ist ja eine Purse-Bit angesetzt worden gegen Trevor Bryan und die ist wohl verschoben worden und man bunkelt wohl hinter vorgehaltener Hand, dass da Don King wohl was mit zu tun hat. Aha. Oder weil keiner so ja, viel Geld bezahlen wollen, Irgendwie, so irgendwie war ja irgendwie die ursprüngliche Verteilung gewesen 75, 25 für Char. Und jetzt wollen sie wohl irgendwie jetzt bei der nächsten Pur-Bit soll das dann irgendwie nur noch 60, 40 oder so sein. Wahrscheinlich Nein, denken die sich auch, bei dem Kampf ist halt nicht viel Geld zu verdienen. Für dich, auf jeden Fall. Ja. Was soll man dazu was sagen? Was ist mit Fresso Kendo jetzt? Man weiß es nicht. Nee, der ist jetzt, ich glaube, der ist jetzt komplett raus. Der hat ja abgesagt. Der will wohl irgendwie nicht mehr, wenn ich das jetzt richtig gehört habe. Ja. Wer Aber weiß. wer weiß. Was haben wir noch an News? Ah ja, äh, mal wieder zwei unten paar unschöne Nachrichten. Harold Ledermann, jetzt wo du es ja eh, eh schon erwähnt hast mit HBO. Äh, also die, die die HBO, die die Originalspuren damals geguckt haben, werden auch Harold Lederman noch kennen. Legendärer Boxkommentator ist jetzt im Alter von, ich glaube, 79 Jahren gestorben. Und Burt Cooper ist gestorben. Auch äh, das ist gar nicht, gar nicht mal so alt. Der ist, glaube ich, nur 53 geworden. Das war auch so ein Gegner, den mochte. Also gegen den hat niemand gerne geboxt, weil der zum Beispiel der erste war, der die ähm, Wende Holyfield zum Beispiel mal niedergeschlagen hat. Was ja wirklich bekanntlich den Leuten geglückt ist. Ja. ja ist jetzt auch grade, er ist gestorben an den in, in Folgen einer Erkrankung an Bauchspeicheldrüsenkrebs. einer der vielen Krebsarten, die es gibt. Ja, und da ist ja auch zum Beispiel. Steve Jobs angestorben. Aber krass, wenn man so seinen Rekord sieht, man denkt eigentlich, oh, wie war das? 38 Siege, 25 Niederlagen, aber dass er ja im Grunde am Ende seiner Karriere noch mehr oder weniger als, als Journeyman aktiv war und auch noch gegen Luis Ortiz zum Beispiel geboxt hat, 2011. Ja, das ist jetzt acht Jahre her, da war der Mitte 40. Ja, und er war schon, schon ein guter Mann und ja. Wenn du, mal den, wenn du den Rekord so durch, es ist schon nicht schlecht. Ich meine, gut, er hat doch schon 1999, vor 20 Jahren, gegen Fres Oquendo geboxt. Aber Fres Oquendo war damals ja noch mal ein bisschen was anderes. Oder Chris Bird. Ach, also das liest sich schon alles nicht schlecht. Und ein paar gute Siege bei Riddick Bowe, Ray Mercer, George Foreman, Tony Morrison, der Duke. Ja, ja, ich meine, er damals gegen so Typen, zum Beispiel 1990, irgendwie gegen Olin gegen Norris. Ist geboxt, also jetzt nicht, dass all all in all das Rakete war, aber es war ein grundsolider Mann. Der hat Henry Tillman besiegt. Ja. Also das ist schon nicht ohne. Henry ist, Tillman war schon, er war schon gut damals. Ja. Ist natürlich auch zum Beispiel gegen Riddick Bow in der zweiten Runde durch TKO dann unterlegen, aber wir reden hier immer noch von Riddick Bow. Riddick Bow äh, in seiner Prime, einer der stärksten Heavyweights definitiv aller Zeiten. Also das, da geht wenig drüber. Auch, weiß ich nicht. Ich denke auch, dass der Prime Ringbow wahrscheinlich die, die heutigen Jungs auf jeden Fall, würde ich sagen, besiegt hätte, aber. Sag mal, das ist jetzt nicht Wilder gegen Brasil. Das ist jetzt nicht Easy Work. Ja, eher, eher, eher nicht so. Das war schon, schon, schon eine Hausnummer. Aber gut. Das ist so Meine meine Aber wir schweifen ab. Ja, ist auf jeden Fall schade und. Viel zu früh ja, 53 ist jetzt wirklich kein Alter okay. aber das kennt Krebs leider nicht ja. nee, Damira du hast glaube ich noch ein paar News zusammengetragen ja ich kann noch mal weiterreden und zwar gibt's News in dem Kissgate von Kubrat Bulev und zwar oh <laughs> <Oho. lacht> um, ja und zwar erhält er seine Boxlizenz ähm, in Kalifornien nur zurück, wenn er bis 22.07. angeblich irgendwelche oder einen Verhaltenskurs besucht ähm, und eine Geldstrafe von 2500 Dollar zahlt. Ja, Wer glaub, erhält die? Ja, das, ich glaube, die Boxkommission, ehrlich gesagt. Oh. Aber ich bin mir da nicht so ganz sicher. Also, ich oh. glaube, die Klage von der Reporterin ist da nochmal irgendwie extra und weiß ich nicht, ob sie damit überhaupt durchkommt, aber ich meine, das ist ja jetzt irgendwie ein kleinerer Betrag gegen das, was die da irgendwie mit Millionen da vorher alle publiziert haben. Keine Ahnung. Ähm, aber ja ist ja schon interessant. Ne? Wie, wie, wie er sich wie? zu verhalten hat, glaube ich, in der Öffentlichkeit <laughs> gegenüber Frauen. Ich glaube, das muss er lernen, obwohl er anscheinend verheiratet ist, aber er weiß es immer noch nicht. Ist ja <laughs> auch vollkommen neu, dass es da irgendwelche Kurse für gibt. Doch, das habe ich schon mal gehört, dass, dass es sowas wirklich gibt. Also, ähm, vielleicht ist es auch, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht verbinden die das auch mit Medientraining. Ich weiß es nicht, wie die das wahrscheinlich individuell machen, aber da kann man ja auch ein bisschen so, wie gibt man sich vor der Kamera? Oder äh, was gehört sich nicht? Keine Ahnung, was macht man Deinen über Küchen? privat? <laughs> so, keine Ahnung, wen küsst man nicht? Wen küsst man? <laughs> so. Aber naja, dass es irgendwelche Konsequenzen für ihn hat, ist ja klar. Verlie Wer, wer gibt diesen Kurs? Muss man da ausgebildeter, studierter <laughs> Verhaltens? Äh, <laughs> ja. Mensch, das ist doch irgendwie so ein Fortbildungsberuf von der IHK? Kann ja auch sein. Ja, das also ich kann glaube, ich. er muss das in Amerika machen, also direkt in Kalifornien, dort muss er das, glaube ich, machen. Das heißt, es wird irgendeine Amerikanerin sein. Amerikaner, keine Ahnung. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch was mit Medientraining zu tun hat, aber ist auf jeden Fall sehr spannend. Da wäre man gerne dabei. Wahrscheinlich dann in irgendwie so einer Gruppe drin mit anderen Leuten, die sich nicht benehmen können <laughs> wie Charlie Sheen oder so. <lacht> <lacht> ja, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich eine Unterhaltung. Tiger Kopf. Woods. Aber ja, keine Ahnung. Eigentlich ist er ja noch glücklich davon gekommen. Also wenn das dabei bleibt, so wenn da nichts mehr kommt, so eine kleine Geldstrafe. Er boxt jetzt eh nicht. So von daher. Wer weiß, was da überhaupt noch kommt. Ja. Also, ich glaube, das ist jetzt auch vorbei, aber das wird er hoffentlich auch nie wieder machen und dann hat er daraus gelernt und... Was, boxen oder jemanden in der Öffentlichkeit küssen? Will. Ja, er kann ja jemanden in der Öffentlichkeit küssen, aber nicht eine Reporterin. Er kann ja irgendwie seine Frau küssen oder irgendeine Mutter, seinen Bruder, weiß ich nicht. Er kann ja jeden küssen, aber keinen, der ja professionell ihn ja, interviewt. Ja, das war interviewt, ein Scherz gewesen. Ne? Ja, aber ich meine nur, so also manche Leute denken, das ist normal. Die verteidigen das immer noch. Also deswegen, ich reg mich da auch so ein bisschen auf. Da muss ich immer, also manche spielen das schon ziemlich runter, so, aber ich denke mal, dass, dass es da eine Strafe geben muss, das ist klar, so wer sich so dumm verhält und auch noch lügt, öffentlich. Finde ich da echt noch harmlos. Ja, meine ich ja, ist doch, ist für ihn jetzt auch nicht bestimmt so viel Geld, so ein Dollar, keine Ahnung. Das ist, das kann man ja abtun und wird nicht mehr vorkommen und ich hoffe daraus haben alle gelernt und fertig und da hat keiner jetzt groß glaube ich dann auch profit draus geschlagen, was ja auch dann gut ist irgendwie und fertig. So er, weiß ich, man muss auch lernen, wie man sich irgendwie in der Öffentlichkeit äh, benimmt und was man schreibt, auch bei Twitter und bei Facebook und nicht hier irgendwelche Lügen verbreitet und so, das macht man einfach nicht. Das Ist einfach es ist kein gutes Benehmen. Mhm. Aber ja. Kommen wir zum nächsten Fall, wobei ich da irgendwie ja, wobei Boxwerk da jetzt noch nicht so mitkommt. Äh, Und zwar hat ja Marco Hook auch am 17. Mai geboxt im Schwergewicht. Also die Frage, ob sie das überhaupt tun werden. <lacht> <lacht> ja, das, äh, ja, genau, das ist ja die Frage. Genau. Und ob das dann so richtig kommuniziert wurde von dem Marco Hook-Team. Auf jeden Fall hat er im Schwergewicht gegen Nick Guivas, oder wird, glaube ich, so ausgesprochen, keine Ahnung, geboxt. Der Kampf ging ja auch nicht gerade sehr lange. <laughs> ähm, ja, erste Runde wurde der Kampf schon abgebrochen, weil Hook ähm, nachgeschlagen hat und es sich um ein unabsichtliches Foul gehandelt hat oder der Ringrichter es so gewertet hat. Und bei Boxrec steht halt noch ähm, No Contest, also No Result. Und Marco Hook hat sich darüber auch schon in einem Video beschwert öffentlich und dass er Beschwerde einreichen will bei der Boxkommission und ähm, von seiner Presseabteilung kamen gestern auch irgendwie fünf E-Mails e e hintereinander, immer mit irgendeiner Korrektur und Rückruf von irgendwelchen News. <laughs> Bis dann, und die letzte war halt so, dass da stand, dass das Kampfgericht ähm, Marco Huck zum K.O.-Sieger über Nick Weavers erklärt und die staatliche Kommission die Tatsachenentscheidung des Kampfgerichts zurücknimmt. Also ich weiß es nicht genau, wie jetzt wirklich der Kampf gewertet wird. Also es war offensichtlich ein Nachschlag, hat man gesehen. Aber es gab halt auch schon Urteile, die einmal für den Boxer, der nachgeschlagen hat, gewertet ha wurden und einmal dagegen. Also es gibt jetzt, eigentlich ist es halt ein Nachschlag, aber die Entscheidungen der Punktrichter oder Ringrichter sind ja nicht immer gleich. Von daher ist es halt, weiß man nicht, wie die da handeln. Gerecht wäre es wahrscheinlich, ja, das als Nachschlag zu werten. No Contest und fertig, aber Wer weiß, ob das wirklich so bleibt. Ich habe es halt nur den Nachschlag gesehen. zweit halt eindeutig, aber ja, ja, muss... das ist so ein bisschen komisch, war das, ne? Der ist auch nicht wirklich dazwischen gegangen, Ja. ja Aber eine ganz schwierige Sache. Der Ringrichter hätte halt, ja, der ist halt wirklich nicht richtig, der ist halt nicht dazwischen gesprungen, so. Also er hat halt nachgeschlagen, aber da kam aber schon, glaube ich, das Kommando vorher. Aber er ist halt nicht dazwischen gesprungen, weil er vielleicht Angst hatte, dass er den Schlag selbst abkriegt. Keine Ahnung, aber es ist halt. Was eigentlich muss man auch aufs Kommando, glaube ich, hören, ne? Aber mh, weiß man nicht so genau. Aber, aber irgendwie, im Grunde war das eigentlich ein astreiner Knockout. Ich meine, er hatte nichts. Es gab ja absolut. Ja, das ist ein bisschen schmutzig, war es, aber. Gott. Meinst du das davor jetzt? Alles davor, ja, oder ja wie würdest du einfach werten lassen, sozusagen, als. Das Chaos ist Sieg. schwierig, ist schwierig. Ich meine, das habe ich halt alles vorher nicht so richtig. Ich habe halt wirklich nur den einen Nachschlag gesehen, deswegen habe ich nicht alles vorher gesehen. Da gab es irgendwie noch keine richtige Aufnahme, aber klar, er kann ihn natürlich schon vorher richtig ausgenockt haben, so, aber das ja, hat ja, ja Kubrat Pudev auch schon bei diesem Dino gemacht, ne? Das war ja gut, da auch so ein bisschen so. Es ist halt hook, ne? Das ist halt. Ja, ist halt sein Style auch, ne? Ja, so ein bisschen unsauber, ja. dass er, klar, ich will ihm jetzt, ich würde den auch nicht unterstellen, dass er das jetzt mit Absicht würde ich auch nicht. Das ist ja ein unabsichtlicher Nachschlag. Manchmal kannst du es nicht mehr stoppen, weil du in der Aktion bist. Das ist ja auch so. Aber ist schon, ja, ne? schon gehalten und geschlagen, das schon. Also er muss sich nicht wundern, wenn er dafür in eine kommt, weil irgendwie bei der Sauerland-Veranstaltung früher oder so wäre das als KO1 gewertet worden, wahrscheinlich, aber das wäre schon unsauber, das, das definitiv. Und ja, das, das passiert halt, das passt halt irgendwie so ne. Ja, ist halt scheiße für ihn, ne, weil ja. USA wieder und irgendwie ähm, so ein Debüt dann, oder nicht Debüt, er hat ja schon mal da geboxt, aber dann so ein, ja, so ein Kampf, da denkt man sich auch, hätte man sich sparen können, ne, der Gegner ja. war jetzt auch nicht irgendwie große Klasse oder so und dann fährst du da extra hin und hast da halt die Riesenvorbereitung und dann no Contest, als hättest du halt irgendwie, okay, ein paar Punkte kriegt man wahrscheinlich trotzdem bei Boxrec, aber ist halt trotzdem irgendwie gefühlt so, als hätte man gar nicht geboxt. Irgendwie schon für ihn ziemlich ernüchternd. Aber wer weiß, wie sich das noch entwickelt. Und ja, hoffentlich ist er jetzt so angekommen und boxt jetzt auch regelmäßig mehr. Und wir sehen ihn jetzt auch in weiteren Kämpfen, auch wenn das jetzt. Ja. Werden wir mal, werden wir mal sehen, was daraus wird. Also, wie, du wüsstest nicht, wie du es entscheidest oder wie, wenn du das jetzt müsstest? Oder hätte ich, ne? fandst, ich meine, im Grunde musst du es als No-Contest werden. Ne? Wenn du ganz klar ah, nach den Regeln gehst. Ne? Ja. Ja. Aber es gibt halt Fälle, wo es halt auch ganz nicht als No-Contest ne, geregelt gesehen wurde, glaube ich. ne? Ich glaube, bei Mayweather gegen Ortiz oder so. Es gibt halt immer Fälle, wo halt verschiedene die gleich ähnliche Situation einfach im Boxen anders gewertet werden oder anders ausgelegt werden, weil halt viele äh, viele Einzelheiten da halt noch mit reinspielen bei der Entscheidung. Ne? Heim Heimpublikum, bis bist wo boxst du? Hier dachte man eigentlich, dass irgendwie Hook sein Heimspiel irgendwie auch hat in Amerika, weil warum sollte er sonst da boxen? Ja. Irgendwie, der Gegner war jetzt ja nicht namhaft. es war eine Ludibella-Veranstaltung, er hat ja anscheinend mit ihm da zusammengearbeitet, das heißt, aus dieser Sicht ist das oder dann schon ein bisschen merkwürdig, wenn er da als Heimboxer quasi antreten würde, so, also ah. aber, ja. Ich weiß auch nicht, was er was sich davon verspricht, jetzt in den USA, in den USA, USA zu boxen. Zu ja, wahrscheinlich will er, naja, er ist jetzt im Schwergewicht, obwohl, dann muss er muss auch nicht nach Amerika gehen, aber ich denke mal, er hofft schon noch auf so einen riesigen Payday. Ja. gegen, gegen Joshua, gegen Wilder, gegen Fury, ich glaube schon. Aber natürlich, wenn du da auf so einer kleinen Veranstaltung du, gegen unbekannten Gegner boxst, da machst du jetzt auch nicht auf dich aufmerksam. Wie realistisch ist es bitte, dass du als, als Deutscher, der ein relativer No-Name ist oder nichts im Angebot hat, was dich interessant macht für so einen Kampf? Ja gut, andererseits Fury Box gegen Schwarz. Naja, ähm, ja, die wollte aber, ich gerade äh, sagen. Also das ja, ist nicht so, so unrealistisch. Ja, aber wir wissen, wo die, die Rolle da ist. Aber du hast ja nichts zum Anbieten. Fury hat ja im Strengen genommen hat ja eigentlich auch nichts zum Anbieten. Er hat ja keinen Titel. Aber er hat seine Persönlichkeit, sein, seine Erfolge. Ja. Ich meine, er hat Klitschko besiegt, er hat, er hat vielleicht... Er braucht auch, auch keinen Titel, Wort. würde ich sagen. Fury braucht gar ja. keinen Titel, weil der ist so unterhaltsam und den kennt jeder... So, Und er ist der Lineal-Champ theoretisch? Also, ja, den äh. kennt einfach jeder. Also da braucht es ja. scheiß egal einen Titel. Aber trotzdem nicht. was hat Hook anzubieten? Ja, eigentlich hat er ja einen. Nix ich, ich er ist, ja, spektakulären mal, er ist für einen Kampf. Klein. Er hat keinen Titel. Er hat keinen ja, Namen. Das ist natürlich interessant. Er hat. Er hat nichts. Ja, aber er verspricht sich wahrscheinlich schon noch irgendwie. Aber ich glaube trotzdem, schon, dass, dass er das hat. denkt. Und ist es nicht so ganz unrealistisch mit einem guten Matchmaking, dass er da an einen größeren Kampf kommt, glaube ich. Also, glaube ich nicht. Weil er ist jetzt schon auf Platz 22 im Schwergewicht, obwohl er kaum da geboxt hat. Und so viel Weg nach vorne ist es auch nicht mehr. Also. Ich glaube, wenn, man könnte es hinkriegen, wer weiß. Also da sind noch andere, die sind jetzt auch nicht so top vor ihm. Keine Ahnung, also wenn andere ja. das schaffen, so dann, also möglich ist alles. Natürlich hat er dann nicht große Chancen, aber er will, glaube ich, auch einfach irgendwie Geld. Geld machen. Ja, genau, er will einfach Geld verdienen und ich glaube, da kommt es dann auch nicht drauf an, wer der Gegner ist oder ob er den schlagen kann und so irgendwie denkt er, dass das, das... das, Ja, ist ja auch da, das meiste Geld zu holen. Gegen Joshua ist halt das meiste Geld zu holen. Und wenn man da rankommt dann zum Kampf, dann, ja, wäre es wahrscheinlich schon für ihn cool, aber dann sollte er beim nächsten Mal vielleicht einen anderen Schwergewichtler boxen. Chewie Fury vielleicht. Keine Ahnung. Naja, wird sich zeigen. Ja. So ist es. Dann wäre es das soweit gewesen mit den News. Ne? Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie. <laughs> ja, und unser lieber Hörer Heiko hat eine Frage gestellt. Und zwar, er hat gefragt: Was glaubt ihr, wie der Kampf Bremer gegen Murat ausgegangen wäre, wenn er 2014 oder 2015 gekommen wäre? Ja. Was denkt ihr? Murat hat, ich sag mal so, Murat ist jetzt kein schlechter, er hat mich aber auch nie wirklich vom Hocker gehauen. Äh, gegen Hopkins ist er untergegangen. Auch in diesem IBO-Kampf, den er da vor, äh, letztens, oder was das, letztens, vor einer Weile hatte, oder dann irgendwie nur diesem komischen Abbruchsieg äh, oh. in der letzten Runde, jetzt, da war der auch nicht gerade am Brillieren, also und auch davor, ich so, also, also, da wäre ich, wär ich ganz klar mit Bremer gegangen. Ja, würde ich heute noch gehen. Ob es ob, jetzt ein äh, Punktsieg oder K.O. wäre, ich gehe jetzt vielleicht eher mit einem Punktsieg, aber mit einer klaren Vorstellung definitiv von Bremer. Ja, die, ich denke auch, zwar egal zu welchem Zeitpunkt. Ja, wahrscheinlich das ja. Ich wollte gerade gucken, gegen wen Karo Murat 14-15 geboxt hat. So, da war so jemand wie Leo Chulla ja, Benjamin Simon, Sullivan Barrera. ja, also ich glaube, ja, es hat auch es wäre halt trotzdem irgendwie ein interessantes Match so gewesen ja, man darf, oder man ist vielleicht halt halt noch... auch nicht vergessen, dass Bremer ja auch eigentlich nicht wirklich die großen ja. großen Namen im, äh, kann äh, man natürlich im jetzt hat. Ja. auch andersrum nachgucken Bolonti, da waren auch Robin Krasnicki, Conny Konrad zu der Zeit ne? ja also klar aber Frage, man, hat's man hat's um weiß dass Caro ja man weiß ja Caro Murat, Murat hat ja auch bei uns dann einem Interview oft gesagt, dass er gern gegen Bremer geboxt hätte, sozusagen. Und es wäre auf jeden Fall ein interessanter Kampf gewesen, weil beide Namen kennt man halt und ähm, man ja, es wäre schon, wäre schon geil gewesen, wenn es oder auch schlecht, wenn es überhaupt noch dazu kommt, auch jetzt noch. Wer weiß? Also ich würde es auch jetzt mir angucken. Aber ich würde auch mit Bremer gehen, weil Bremer hat halt ja das komplettere Paket. Ja, würde ich auch sagen. Also auch wenn es nicht immer zeigt oder zeigen muss und auch nicht immer die Gegner, hat, wo er es halt so zeigen kann, aber eigentlich kann Bremer viel viel mehr und man weiß ja, dass er eigentlich zu den besten Boxern gehört, die wir eigentlich irgendwie fast noch haben und auch technisch sehr ausgebildet ist, geschult ist und so und ja, von daher würden wir uns alle auf Bremer festlegen. Ja. Auch heute noch und, und vor zehn Jahren auch und vor fünf Jahren auch. Also ich, ich sehe da jetzt auch so keinen großen Unterschied darin, wann der Kampf hätte oder egal, wann es den Kampf gegeben hätte, auch immer mit Bremer gehen. Er wird sicherlich enger werden, der Kampf, als, äh, weiß ich gegen, gegen Krasnicki oder, oder Conny Konrad. Das definitiv. Ich denke auch, dass, dass Mugat um Bremer schon ordentlich gefordert hätte. Ich würde auch mit so einem, mit so einem knappen Tosik von Bremer mal gehen. Ich denke auch, dass, dass Murat durchaus unten geholt hätte gegen Bremer. Aber was sehe ich sowas 116, 112, so, so die Größenordnung für, für Bremer. Würde ich es irgendwie schon sehen. Sieht da einfach, einfach mehr boxerische Qualität. So. Murat ist, ist absolut grund, grundsolide. Auf jeden Fall immer noch auch, auch solide so. so Contender Niveau hat er auf jeden Fall, also es ist immer ein Herausforderer, der okay ist. Wenn es nicht gerade einer der, der super Russen im Light Heavyweight ist, so, ne? Also das, das muss man jetzt auch nicht unbedingt sehen. Aber jetzt so ein etwas schwächerer Champ, das, das, das ist immer, immer, immer gute Kämpfe. Aber es ist natürlich, ja, natürlich, es spielt natürlich absolut eine Liga unter, unter den elite die es halt. Ich meine, im Light Heavyweight gibt es halt so viel. Die Jungs mit Gvoczy, wie wohl Alvarez, Betebiev, das ist halt krass, ne, was, was da rumläuft an Leuten. Absolut natürlich chancenlos, aber das, das wäre Bremer vermutlich auch. Aber ja, man weiß es nicht, man hat es halt nie gesehen. Ja, von daher, all day, Jürgen. Aber vielleicht bist du anderer Meinung, <laughs> lieber Heiko. Kann ja sein, dass du Murat da vorne siehst. Aber irgendwie, er ist absolut grundsolide der, der der Murat, aber auch nichts ganz ganz Besonderes. Gut. Dann wäre es das soweit gewesen diese Woche. Wie gesagt, wir werden äh, wahrscheinlich, äh, wir bemühen uns den Link noch irgendwo zu teilen und hochzuladen. Und wir schauen, inwieweit das funktioniert mit unserer Homepage momentan. Aber wir sind da dran, wir arbeiten daran und da wird äh, sicherlich in Zukunft was passieren. Nur ja, da wir das ja alle nur so als, als Hobby betreiben und äh, ja, ne, die dauer. Zur wird Alternative, wie gesagt, könnt ihr ja auch auf unseren YouTube-Kanal gehen. Ja. Der hat eh viel zu. Also unser neuer YouTube-Kanal, der hat viel zu wenig Abonnenten. Lasst dem auf jeden Fall ein Abo da und wenn ihr möchtet, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man sich mit dem J-Downloader, kann man sich kostenfrei runterladen, zum Beispiel auch die Tonspur von unserem Podcast bei dem äh, bei YouTube abkopieren, falls ihr den halt irgendwie unterwegs hören wollt und jetzt nicht dafür extra YouTube anmachen wollt. Nur so als Tipp. Also wir haben nichts dagegen. Ja, immer gerne und ja, wie gesagt, das wird kein Dauerzustand sein. Wie lange es dauert, können wir nicht genau sagen, aber wir sind da auf jeden Fall dran an dem Thema, dass die Homepage demnächst wieder im vollen Glanz erscheint oder schöner als je zuvor ist. Wir werden sehen. Gut, dann ja, wer sonst äh, liked uns, teilt uns wie immer, viel ne? uns weiter. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. Und tschüss.